Dann darf ich euch jetzt herzlich willkommen heißen zum Let's Talk. Heute jetzt unter dem Titel Alternative Karrierechancen für Juristinnen abseits von Justiz und Kanzlei. Vorab noch zur Information, das Event wird aufgezeichnet und zwar mit Bild und Ton. Das wird auch veröffentlicht. Den Link bekommt ihr unter anderem in unserem Recode Law Newsletter. Also da auch nochmal, da könnt ihr euch gerne anmelden, wenn ihr bei Recode Law auf dem Laufenden bleiben wollt. Man sieht euch aber nur, wenn ihr euer Mikrofon eingeschaltet habt und was sagt. Also wer jetzt sein Mikrofon, wer jetzt sein Video anhaben möchte, ihr werdet jetzt nicht die ganze Zeit aufgezeichnet. Und Fragen könnt ihr gerne jederzeit stellen. Die könnt ihr einfach in den Chat schreiben. Die werden wir dann sammeln und entweder schon direkt mit einbinden oder am Ende an die Speaker richten. Und ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Tamara Stumm. Ich bin Head of Events im Rheinland bei Recode Law und ich bin jetzt auch gerade ganz kurz vor meinen Examensklausuren. Das heißt, das Thema ist genau das Richtige für mich. Ich frage mich im Moment regelmäßig, wofür mache ich das eigentlich? Deswegen bin ich gespannt, was ich da gleich an Inspiration mitbekomme. Ich moderiere das Ganze heute zusammen mit meiner Teamkollegin Dina. Willst du dich auch kurz vorstellen? Ja, hallo, danke für die Vorstellung schon mal. Ich bin Lina Fredeball, ich bin auch Mitglied bei Recode Law und auch am Standort Rheinland. Momentan studiere ich auch Jura in Bielefeld noch und bin auch gerade, genau wie Tamara, in der Examensvorbereitung. Und genau, ich freue mich auch auf jeden Fall schon total auf das Event und bin gespannt, was wir heute alles erfahren werden. Und Tamara wird euch jetzt noch etwas mehr über den Ablauf und über Recode Law erzählen. Genau, also so viel zu uns beiden. Jetzt kommen wir zu Recode Law. Recode Law ist eine studentisch organisierte Initiative, ursprünglich aus Münster. Jetzt sind wir aber auf verschiedene Standorte in ganz Deutschland verteilt. Und zwar haben wir auch mittlerweile über 100 Mitglieder. Das sind Studierende, Referendare und Young Professionals, teilweise auch aus anderen Gebieten, also nicht nur Jura. Wir organisieren Events und Workshops, normalerweise natürlich auch in Präsenz. Das geht jetzt Corona geschuldet leider nicht, aber Zoom hat auch seine Vorteile. Außerdem haben wir verschiedene digitale Produkte, zum Beispiel unseren Podcast, Legal Tech Pioneers, unsere Newsletter und anderes. Und wir sind jetzt im zweiten Semester der SDU, das ist die Students Driven University, also quasi unsere eigene interne Akademie, wo wir in kleinen Gruppen uns ein bisschen selbst weiterbilden zu verschiedenen Themen. Genau, das heißt, wenn ihr euch für Recode Law interessiert, dann schaut auf jeden Fall auf unsere Website vorbei, abonniert den Newsletter, dann bekommt ihr auch die kommenden Events mit. Aber heute ist das ja, ich bin ein bisschen schon zu weit, das ist das Gute an Zoom. Man bekommt alles mit, wenn man irgendwie Mist redet. Ich wollte noch unser Team vorstellen. Nämlich steckt hinter diesem Event gerade, stecken nicht nur Lina und ich, sondern auch noch andere Mitglieder. Das ist zum einen Rebecca Stumm, sie ist Local Director im Rheinland. Dann Kai Beusen, der ist Head of Events in Münster. Joscha Biedebach ist ebenfalls für Events zuständig in Münster. Und Lina und mich habt ihr ja gerade schon kennengelernt. Jetzt ist das heute aber keine reine Recode Law Veranstaltung, sondern wir sind die Auftaktveranstaltung der Reihe Let's Talk. Die wird vom REACH organisiert. Das REACH ist REACH Euregio Startup Center ist die erste Anlaufstelle für Gründungsinteressierte in Münster. Das heißt, die helfen euch bei der Realisierung eurer Gründungsideen und haben dabei eben Experten an der Hand, die bieten Workshops und auch ein Netzwerk aus Startups und Unternehmen. Wenn ihr euch für das REACH interessiert, schaut da auch gerne auf der Website vorbei. Oder am 7.6. ist ein Demo-Day, wo ihr auch noch mehr über die Arbeit des REACH erfahren könnt. Also schaut euch das auf jeden Fall mal an. Übrigens sind in den nächsten Wochen von anderen Initiativen innerhalb der Let's Talk-Reihe auch noch andere Veranstaltungen. Also wenn euch das heute gefällt, dann bleibt auf jeden Fall dran. So viel zum ganzen Drumherum. Jetzt geht es auch los mit dem Inhaltlichen. Und zwar, der Titel verrät es schon, es geht um alternative Karrierechancen für JuristInnen. Also solche Berufswege, die eben nicht die klassischen Berufsbilder abbilden wie Anwalt, Richter, Staatsanwalt, die man irgendwie schon kennt, sondern eben in eine bisschen andere Richtung gehen. Und dazu haben wir 5 spannende Speaker eingeladen.
die sich jetzt gleich auch einmal kurz vorstellen werden. Und dann gehen wir ein bisschen näher auf die Lebenswege ein. Das heißt, wir schauen ein bisschen hinter die Kulissen, was sie denn zu ihrem Berufsweg bewegt hat. Und dann am Ende werden wir uns noch allgemein mit Fragen zu dem Thema auseinandersetzen. Und da seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen, Anregungen in den Chat zu stellen. Aber wie gesagt, Fragen könnt ihr jederzeit stellen, entweder zu den Speakern, aber auch zu uns. Genau, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Wir starten jetzt. Ich würde sagen, wir fangen mit unseren Speakern an. Anna, möchtest du den Anfang machen und kurz was zu dir erzählen? Na klar, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute hier dabei sein darf. Ich bin Anna, 25 Jahre alt. Ich habe ein bisschen einen anderen Weg hinter mir. Ich habe Wirtschaftsrecht und Legal Management im Master studiert. Bin vor kurzem nach Hamburg gezogen und habe hier auch quasi meinen Berufseinstieg gewagt. Und zwar mache ich ein Trainee-Programm bei der Allianz für 2 Jahre. Darüber werde ich aber später auch noch mal ein bisschen mehr erzählen. Ich glaube, mehr soll ich auch gar nicht bei der Einführung jetzt sagen. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Event und dass ihr alle dabei seid. Genau, nicht zu viel verraten. Also wir erfahren gleich noch was über den Studiengang als Bachelor und Master. Unser nächster Speaker ist Tian Yu. Du darfst dich gerne vorstellen. Ja, hallo zusammen. Hi, Tian Yu, mein Name. Ihr könnt meinen Namen aussprechen, wie ihr wollt. Ich kann alles identifizieren. Insoweit haut einfach rein und gerne auch allgemein so ein Internet-Du biete ich in die Runde an. Also gerne direkt duzen. Ich habe tatsächlich Jura durchgezogen, aber arbeite jetzt bei einem Startup im Tech-Bereich und Weiteres erfahren wir, glaube ich, später. Genau, Startup ist also auch ein Thema gleich. Unsere also nächste Speakerin hat den Unternehmenseinstieg gewagt. Sina, erzähl mal was ein bisschen über dich. Ja, hallo zusammen auch von meiner Seite. Mein Name ist Sina Hausotter. Ich bin 31 Jahre alt, komme gebürtig aus Mainz, habe auch in Mainz studiert. Rechtswissenschaften und habe das erste Staatsexamen absolviert 2015. Bin jetzt inzwischen durch diverse HR-Positionen gelaufen und jetzt aktuell als HR-Business-Partner bei Amazon tätig. Und ich freue mich heute sehr, dabei sein zu dürfen. Ich hoffe auch, dem einen oder anderen einen kleinen Tipp mitzugeben oder auch einfach eine Motivation, denn so kann ich das zumindest aus meiner Warte sagen. Die Veranstaltung soll heute nicht dazu dienen, jemanden Jura auszureden, sondern ganz im Gegenteil, einfach noch andere Perspektiven zu ermöglichen. Genau, Tipps sind immer gut und da sprichst du was an, genau das wollte ich auch nochmal klarstellen, also wir wollen hier weder den normalen Weg schlecht reden, noch irgendwie Alternativen besser reden, also es geht einfach darum, dass er einen Überblick bekommt, welche Möglichkeiten es in der Arbeitswelt noch gibt. Johannes, du hast auch nicht den klassischen Jura-Weg gegangen, wie sieht es bei dir aus? Ich glaube, ich repräsentiere die Perspektive Strategieberatung oder generell Beratung hier in der Runde. Bei mir ist es so, dass ich an der Viadrina Jura studiert habe und jetzt über die Zeit, wie es so schön heißt, fast die volle juristische Kampfbeflaggung habe. Einzig der Doktortitel fehlt noch. Ich habe aber zusätzlich auch noch BWL und Verwaltung studiert, insofern relativ breiter Studiengang. Bin jetzt aber seit gut 6 Jahren in der Strategieberatung aktiv und damit Fokus auf den öffentlichen Sektor, also Behörden und Ministerien. Genau, also ganz viel auf einmal eigentlich. Da werden wir gleich auch noch ein bisschen mehr erfahren. Jennifer, du bist unsere letzte Speakerin. Die Bühne gehört dir. Ja, gerne. Mich freut es auch sehr, hier zu sein. Ich bin Jennifer Plaumann, bin 27, habe in Münster studiert, habe da 2013 angefangen und 2018, glaube ich, mit dem ersten Staatsexamen abgeschlossen. Habe dann aber Jura, ich würde sagen, fast vollkommen den Rücken gekehrt. Habe ein MBA absolviert und arbeite jetzt im Marketing in einem Startup in Berlin. Okay, vielen Dank. Dann schauen wir jetzt mal hinter eure Kulissen. Lina macht jetzt weiter mit den speziellen Fragen. Genau, danke euch allen auf jeden Fall schon mal und danke auch dir, Tamara. Wir haben uns jetzt noch ein paar einzelne Fragen überlegt, um die Speaker alle noch mal ein bisschen besser kennenzulernen und würden dann auch mit Anna noch mal anfangen. Warum hast du denn dazu entschieden, Jura als Bachelor- oder Masterstudiengang zu studieren und was war da für dich vor allen Dingen der Vorteil oder der Nachteil, auch oder beziehungsweise vor allem der Vorteil im Gegensatz zu einem Jurastudium als Examenstudiengang oder was war der Nachteil an dem Examenstudiengang? Also zunächst muss ich, glaube ich, vorweg kurz sagen, mit 18 nach dem Abi war ich mir zumindest nicht über das Ausmaß bewusst, was man eigentlich mit der Studienwahl trifft. Also
Für mich war das so, ich fand wirtschaftliche Themen spannend, ich fand Jura super spannend, habe dann angefangen zu recherchieren, okay, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten, und bin so dann erst überhaupt zu dem Studiengang Wirtschaftsrecht gekommen. Die Vorteile habe ich einfach darin gesehen, dass ich beides miteinander kombinieren kann. Dieses Bachelor-Master-System fand ich vorteilhaft, weil, aber gut, ich habe den rein juristischen Weg mit Staatsexamen nicht gemacht, deswegen kann ich nur aus Erzählungen erzählen und so, wie ich das eben wahrgenommen habe. Für mich war das einfach vorteilhaft, weil ich auch darauf vorbereitet wurde, im Ausland tätig zu werden, was mir super wichtig war. Ich war im Bachelor im Ausland, ich war während Bachelor und Master im Ausland und ich war auch im Master einmal im Ausland. Das fand ich ziemlich cool. Es war super praxisnah. Also wir hatten echt viele Professoren, die direkt aus der Praxis kamen, sowohl aus Unternehmen, aus Managementpositionen, als auch natürlich aus der juristischen Perspektive. Und der Studiengang hat einfach beides miteinander vereint. Und das Interdisziplinäre finde ich einfach echt cool. Und rückblickend bin ich auch happy mit der Entscheidung. Also ja. Das klingt auf jeden Fall gut. Auch mit deinen ganzen Auslandsaufenthalten, da hat man bestimmt auch echt viel nochmal mitnehmen können. Wirtschaftsjuristinnen werden ja oft auch so als halbe Juristinnen bezeichnet oder wahrgenommen. Kannst du uns vielleicht dazu was erzählen und vielleicht auch, warum diese Ansicht nicht so ganz der Wahrheit entspricht? Ja, also ich kann es versuchen. Tatsächlich werden wir relativ häufig tatsächlich mit dieser Aussage konfrontiert. Ich habe eigentlich noch nie negative Erfahrungen so damit gemacht, aber man muss sich dann trotzdem irgendwie immer rechtfertigen. Ich glaube, man kann einfach sagen, natürlich gibt es die Volljuristen und natürlich gibt es die Wirtschaftsjuristen, aber nur, weil wir unseren Fokus von vornherein einfach auf die Wirtschaft festgelegt haben und uns einfach vertieft mit Gesellschaftsrecht, Unternehmensrecht, Compliance, Datenschutz, Kartellrecht, Vergaberecht beschäftigt haben, macht uns das ja eigentlich zu keinem geringeren Juristen, als jetzt ein Volljuristen, der eben Staatsexamen geschrieben hat. Ich glaube, das ist einfach der große Unterschied, dass wir einfach nicht vielleicht die komplette Bandbreite von Strafrecht etc. kennen, aber wir haben uns einfach von vornherein spezialisiert und wir haben uns bewusst gegen Richter sein, Anwalt sein entschieden, und ich finde nicht, dass wir deswegen weniger Juristin oder halbe Juristin sind. Nee, der Meinung sind wir nämlich auch nicht. du hast ja deinen Master in Legal Management gemacht. Kannst du uns vielleicht da noch was zu erzählen? Also vor allen Dingen auch, wie du zu der Entscheidung gekommen bist? Ja, also ich kann es probieren. Genau, warum habe ich Legal Management studiert? Also grundsätzlich wollte ich auf jeden Fall in dem Bereich bleiben. Wichtig war mir auch wieder so der internationale Bezug. Und bei Legal Management war es so, dass das zweite Semester und das dritte auf Englisch waren und man auch im Ausland studieren konnte, was ich auch gemacht habe. Das war mir wichtig und ich fand eben die Module super cool. Also es war viel so strategisches Management, Risk Management, aber auf der anderen Seite eben auch wieder juristische Komponente. Man hatte dann auch so Module, die zum einen von einem Manager gehalten wurde, zum anderen von einem Volljurist und die teilweise auch gleichzeitig dann in der Vorlesung waren. Und man hat dann eben ja vor Ort die Diskussion mitbekommen und eben die Reibungen und tatsächlich sprechen teilweise Juristen und Wirtschaftler nicht unbedingt dieselbe Sprache und es kommt regelmäßig zu Konflikten. Und genau, das zu sehen war super spannend und ich kann den Master jedem empfehlen, der Lust hat, sich mit beiden Themen eben zu befassen. Und ja. Ja, es klingt auf jeden Fall richtig spannend. Hört sich auch einfach an, als wäre eine Schnittstelle zwischen Jura und Wirtschaft da auf jeden Fall notwendig. Und das ist ja dann gut, wenn sich dann da Leute für entscheiden, genau diesen Studiengang zu machen, um da ein bisschen vielleicht auch zu vermitteln. Du hast dich ja jetzt momentan für ein Trainee entschieden. Kannst du uns auch nochmal dazu vielleicht was sagen, vielleicht was genau überhaupt ein Trainee ist? Ja klar, also ich glaube grundsätzlich, dass ein Trainee von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich ist. Also ich habe verschiedene Varianten schon gehört. Bei mir ist es so, dass ich ein zweijähriges Programm durchlaufe, bei dem ich alle 3 Monate den kompletten Bereich wechsle, alle 2 Wochen sogar die Teams und Gruppen. Und man bekommt quasi so einen gesamtheitlichen Blick von einem Unternehmen. Also von Vertragserstellung über Compliance bis in den Vertrieb. Gerade bin ich im Schadenbereich, weil ich ja bei der Allianz bin. Genau, also ich glaube, es dient so grundsätzlich, ein gesamtheitliches Bild von einem Unternehmen kennenzulernen, nochmal verschiedene Bereiche kennenzulernen, verschiedene Arbeitsweisen vor allem, verschiedene Leute, das ist ja auch immer echt ein großer Punkt.
Da kann Sina bestimmt noch mal mehr zu erzählen. Genau. Wie bist du denn überhaupt auf so ein Trainee aufmerksam geworden? Also so, das ist ja jetzt gar nicht so das, was jetzt jeder macht oder was halt so super bekannt ist. Also gab es da irgendwie Freunde oder hast du das im Internet gefunden? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hat sich einfach irgendwann so entwickelt durch Praktika und Werkstudententätigkeiten und auch Gespräche mit Freunden und Bekannten, dass es eigentlich ein sehr cooles Programm ist. So ein Trainee-Programm, dass man da viele Möglichkeiten und Optionen hat. Und ich bin auch explizit auf die Suche gegangen nach Trainee-Programmen, weil ich das Format echt cool finde und auch super zufrieden bin mit der Entscheidung. Aber wie ich jetzt genau darauf gekommen bin, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Also ich glaube, das waren viele, viele Einflüsse, die mich dazu bewegt haben, das zu machen. Ja, es klingt auf jeden Fall nach einer echt guten Möglichkeit, mal in so verschiedenste Bereiche so einen Einblick zu bekommen, um vielleicht auch später dann herauszufinden, so was man überhaupt genau machen möchte, weil man kann ja mit Wirtschaftsjura oder Wirtschaftsrecht ja doch dann auch ziemlich viel machen, sodass es vielleicht manchmal ein bisschen so überwältigend ist. Aber dann lässt sich ja zusammenfassend vor allen Dingen auch sagen, dass es eine gute Gelegenheit für Leute ist, die sich halt für Jura und BWL interessieren, aber vielleicht beides jetzt nicht komplett machen wollen oder nicht im Examensstudiengang machen wollen, um einfach diese Schnittstelle zu finden und ein bisschen mal über den Tellerrand hinaus zu sehen und das einfach so ein bisschen zu vereinen. Tianyu, du hast ja auch in der Wirtschaftskanzlei gearbeitet und sogar in einer international führenden und hast dich jetzt dann dazu entschieden, diesen Bereich aufzugeben und stattdessen dann ein beziehungsweise sogar zwei Startups zu gründen. Was hat dich dazu bewegt? Ich bin im, also genau, ich glaube, das ist das kompliziert? Vielleicht ist es kompliziert, vielleicht auch nicht. Also ich bin irgendwie im Studium, bin ich aus Zufällen, glaube ich, relativ stark in die Richtung Wirtschaftskanzlei abgedriftet, in Anführungszeichen. Also mein erstes Praktikum nach dem zweiten Semester war bei Gleis Lutz im M&A. Ich habe viel verstanden. Und Gleis Lutz war die kleinste Kanzlei, die ich gesehen habe. Danach halt nur noch andere. Und ich hatte, also die Arbeit dort war immer schon auch spannend und ich hatte irgendwie das Glück, dass ich immer Leute hatte, die mich echt gefördert haben. Ich hatte ein Referendariat, das war in Singapur, hatte ich als Referendar irgendwie meinen eigenen Deal, den ich selbstständig gesigned und geclosed habe. Das war irgendwie so ein kleiner Deal, der über den Tellerrand fiel, so 80, 90 Millionen Flugzeugfinanzierung. Und ich war der Einzige, der noch da war, der das machen konnte. Und nach dem Ref, als ich dann bei Hogan Lovells eingestiegen bin, hatte ich auch einen genialen Mentor, der mich direkt im ersten Monat schon auf eine Geschäftsreise mitgenommen hat nach China. Und da war ich als quasi blutjunger Berufsanfänger mit lauter internationalen Partnern unterwegs, war auf Mandantentreffen, alles Mögliche. Und das habe ich also relativ früh, glaube ich, schon in meiner Karriere in Anführungszeichen miterlebt und so ein bisschen auch gesehen, was man so machen kann. Das sind total spannende Sachen, aber ich habe für mich eben selbst entdeckt, okay, eigentlich möchte ich nicht nur das machen, sondern ich möchte eigenständiger arbeiten, ich möchte quasi auch selbst so ein bisschen so ein Ziel verfolgen. Weil eine Sache, die man sich halt klar machen muss, wenn man als Anwalt arbeitet, man arbeitet an total spannenden Mandaten, an total namhaften Mandaten mit total kompetenten Leuten zusammen, die super motiviert sind, auch nett sind, aber man arbeitet halt immer für jemand anderes. Ne, also man setzt sich nie selbst Ziele, sondern es ist immer der Mandant, der sagt, ne, wenn du im Steuerrecht bist, ich möchte Steuern sparen, bitte sorg dafür, dass ich Steuern sparen kann. Im Bereich M&A, hey, dieser Deal scheint cool zu sein, bitte mach das Papier so, dass dieser Deal auch fliegt. Und so weiter und so fort. Oder wenn man auf wirtschaftsberatender Seite ist im Arbeitsrecht, ich möchte 2000 Leute kündigen, bitte sorg dafür, dass diese 2000 Leute gekündigt werden. Also da kann man sehr viel Geld bei verdienen, aber ne, man setzt sich aber keine eigenen Ziele. Und da habe ich einfach in mir gemerkt, dass es mir sehr wichtig ist, in meinem Leben etwas zu tun, wo ich meine eigenen Ziele setzen kann, wo ich hinter dem, was ich mache, komplett stehe als Person. Und da war für mich der Entschluss dann zu sagen, ich gründe ein Startup oder zweites Startup gibt es auch noch. Oder ich gründe Startups oder verfolge Projekte, an die ich glaube. Genau. Ja, aber wie gesagt, also jeder, der spannend in der Großkanzlei bleiben möchte, ne, also das ist wunderbar. Ne? Also man muss nur selbst herausfinden, wohin man gehen möchte. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste im Leben.
Ja, ich glaube, das ist auch einfach total typabhängig und da muss man dann, genau wie du auch meintest, einfach schauen, was so für einen selber am besten passt und was genau man überhaupt machen möchte, ob man da selbstständig sein möchte oder ob man da halt für jemanden anderen arbeiten möchte. Du hast ja auch vor deinem Jurastudium noch was ganz anderes studiert, nämlich Cybernetic Engineering oder auch Robotik genannt. Was hat dich denn überhaupt dazu veranlasst, danach noch Jura zu studieren? Weil das ist ja schon was komplett anderes eigentlich. Genau, also die Frage, darf ich die Frage abwandeln? Also die Frage ist eher, was hat mich dazu geritten, technische Kybernetik zu studieren? Die Antwort ist relativ einfach. Ich war als 18-jähriger Abiturient halt total naiv, perspektivlos und also ich wusste nicht, wohin mit mir. Kam aus einem Haus halt, wo, also meine beiden Eltern sind Ingenieure. Und irgendwie war das halt so die naheliegende Sache zu sagen, okay, jetzt studierst du irgendwas Ingenieurmäßiges und technische Kybernetik, das ist der Studiengang, quasi das ist das Äquivalent des BWL-Studiengangs für Ingenieure. Wenn man nicht weiß, was man machen möchte, dann kann man zum Beispiel sowas studieren. Das war irgendwie so eine wilde Mixtur von Informatik, Maschinenbau, Elektrotechnik mit ganz viel höherer Mathematik. Was ich da aber gemerkt habe, ist, also ich habe mein Vordiplom durchgezogen, das Hauptdiplom, auch das Hauptstudium auch zum Teil vorgezogen, aber ich habe da schon gemerkt, eigentlich möchte ich nicht Ingenieur werden, weil wenn man Ingenieur wird dann irgendwann bei Bosch arbeitet oder bei Siemens, dann ist es so, dass man wahnsinnig spezialisiert Sachen optimiert. Sprich, wenn du dann irgendwie als Berufsanfänger einsteigst, ist es so, guck mal, von dieser Maschine, da gibt es diese eine Schraube, und zwar bei dieser Schraube gibt es dieses Gewinde, das lässt sich noch um 0,0001% optimieren. Steck mal da mal dein ganzes Können rein, um das Ding zu optimieren. Und als ich das halt gesehen habe oder dass mir klar wurde, wie die Ingenieurslaufbahn ist, war eben die Frage, okay, ich könnte das Studium durchziehen, dann bei McKinsey als Berater einsteigen, was völlig auch fein gewesen wäre, ne? Oder aber ich verlängere quasi meine Ausbildungszeit und studiere was mich inhaltlich total packt. Und da bin ich eben auf Jura gekommen und genau, so bin ich zu Jura gekommen. Ja, auf jeden Fall ein spannender Werdegang. Hast du denn gemerkt, dass es irgendwie Vor- oder Nachteile hat, vor dem Jurastudium noch was anderes studiert zu haben? Also beispielsweise, dass man dann einfach schon mal einen Abschluss in der Tasche hat? Oder irgendwie gab es, also würdest du auch sagen, dass es vielleicht die gleichen Vor- und Nachteile sind, wie wenn man zuerst Jura studieren würde und dann nochmal etwas anderes? Also der Vorteil, wenn man davor was anderes studiert hat, dann ins Jurastudium geht, man ist einfach ein bisschen älter, ne? Also man ist insoweit dann auch so ein bisschen zielgerichteter unterwegs. Also ich hätte wahrscheinlich auch im zweiten Semester kein Praktikum bei Gleis Lutz machen können, wenn ich nicht davor schon ein bisschen was gemacht hätte und gezeigt hätte, okay, ich kann lernen, ich kann mich in irgendwelche Sachen eindenken. Ne? Also das ist natürlich sicherlich dem geschuldet. Insoweit ist es, glaube ich, durchaus ein Vorteil, jetzt nicht super früh anzufangen. Aber ist es ein Nachteil, super früh anzufangen? Wahrscheinlich auch nicht. Die andere Seite, die kenne ich natürlich selbst nicht. Ne? Ich kann nur quasi eine Hypothese anstellen, wie das denn ist, wenn man zuerst Jura studiert hat und dann was anderes gemacht hat oder dann was anderes macht. Das Jurastudium, das merken ja alle, die hier sitzen, ne? Das erzieht jemanden schon so ein bisschen dazu, Risiken im Leben zu scheuen. Ne, man wird eher dahingehend erzogen zu sagen, oh, überall sehe ich nur Probleme in dieser Welt, überall könnte, keine Ahnung, der Katzenkönig lauern oder sonst irgendwas Schlimmes passieren. Und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass man vom Jurastudium insoweit so ein bisschen zu sehr geformt wird, dass das kreative Seiten, das gestaltungsaffine Seiten in einem möglicherweise etwas in den Hintergrund treten. Also das sehe ich als mögliches Risiko, aber ich weiß es aber nicht. Ne? Diese Reihenfolge habe ich ja nicht gemacht. Ja, das ist aber eine schöne Hypothese zumindest. Weiß man, dass man halt auch später nochmal anfangen kann, Jura zu studieren, wenn man halt jetzt nicht direkt nach dem Abi sagt, okay, Jura ist mein Ding. Wir würden jetzt gerne nochmal ein bisschen auf deine Startups eingehen und vor allen Dingen auch auf die Codify GmbH. Was möchtest du denn damit genau erreichen bzw. verändern? Also das interessiert uns natürlich von Recode Law aus der Legal Tech Perspektive besonders. Mhm. Genau, also bei Codify, wir sind ein KI-Startup, also wir haben sind relativ Hightech-mäßig unterwegs, und zwar KI auf Textdaten, also wie können Computer relativ intelligent Text verstehen, Texte verarbeiten, und das, was wir bei Codify schaffen wollen, ist so einen KI-Assistenten zu bauen, der einem bei Entscheidungen unterstützt. Also ihr könnt euch das so vorstellen,
Unser Tool soll euch in jeder Situation, wo ihr eine Entscheidung zu treffen habt, alle Informationen liefern, die für eure Entscheidung relevant sind, sodass ihr auf der idealen Informationsgrundlage entscheiden könnt. Das ist abstrakt gesprochen, was wir machen. Konkreter, das Ganze ist eine intelligente Suchmaschine. Der Kern ist eine intelligente Suchmaschine, die man aber so zusammenbauen kann, dass man auch Entscheidungsprozesse abbilden kann und bei diesem Entscheidungsprozess eben Menschen unterstützt, optimale Entscheidungen zu treffen. Genau, das vielleicht grob. Aber ihr könnt euch letzten Endes, ich glaube, wenn man das Produkt sieht, weiß man, was das Produkt macht. Ja, es klingt auf jeden Fall total spannend. Also wenn ihr da irgendwie Interesse dran habt, könnt ihr ja auch einfach mal auf der Webseite nachschauen. Dann könnt ihr da auch noch mal ein paar weitere Informationen dazu finden. Jetzt bist du ja eigentlich auch Volljurist. Du hast ja dein Studium, auch dein zweites Examen komplett durchgezogen. Praktizierst du denn jetzt noch innerhalb deiner Startups da als Rechtsanwalt oder wie sieht dein Berufsalltag aus? Also ich bin auch die Rechtsabteilung bei Codify. Soweit die Jurasachen bleiben bei mir hängen, ist klar. Dass ich die Anwaltszulassung habe, hat einfach den, also ich praktiziere, also ne, praktiziere nicht, arbeite nicht als Anwalt, ne, ist klar, oder was heißt, ist klar, ist, das ist so. Ich mache natürlich die Jurasachen bei uns im Startup und es hat schlicht den Vorteil, wenn man zum Teil auch im Legal Tech Sektor tätig ist, dass man den Anwaltstitel führt, sodass die anderen Kolleginnen einen als Herr Kollege ansprechen kann. Das ist für mich ein bisschen befremdlich jedes Mal, aber man wird ernsthaft immer als Herr, also nicht immer, aber wahnsinnig häufig noch, lieber Herr Kollege. Ich denke, aha, Herr Kollege, gut. Und wisst, das wird aufgezeichnet. Ich finde das ganz toll, dass man eine gewisse Förmlichkeit wahrt im Juristischen und als Kollege bezeichnet wird. Also das ist der einzige Hintergrund. Ja, da merkt man vielleicht nochmal den Unterschied zu einem Startup und den anderen großen juristischen Firmen. Ja, aber das zeigt uns ja auch auf jeden Fall nochmal, dass man auch als Volljurist nicht unbedingt den klassischen Berufsweg als Rechtsanwalt oder also als Staatsanwalt oder Richter einschlagen muss, sondern halt auch einfach mit dem erlernten Wissen sich auf andere Ebenen bewegen kann und auch dort Erfolg haben kann und da halt dann einfach das erlernte Wissen einbringen kann. Und auf anderer Ebene Erfolg, also danke dir, Tianyu, schon mal. Hat auf jeden Fall auch Sina und damit würden wir jetzt zu dir kommen. Du hast dich ja dazu entschieden, das Referendariat nicht zu machen und uns würde vor allen Dingen interessieren, wann du dich dazu entschieden hast. Also war das schon irgendwie während des Studiums oder erst nach dem ersten Staatsexamen und vielleicht nochmal ein bisschen so darauf eingehen, was so die Hintergründe dieser Entscheidung waren. Ja, gerne. Also ich würde sagen, es war tatsächlich ein Entscheidungsprozess. Ich hatte es nicht von heute auf morgen entschieden. Ich habe allerdings schon im Hauptstudium feststellen dürfen, nach jedem Praktikum, was ich absolvieren durfte, habe ich immer gesagt, darin sehe ich mich nicht. Also das war alles ganz nett, aber darin möchte ich nicht langfristig arbeiten. Habe nichtsdestotrotz weiter studiert. Und in der Examensvorbereitung zum ersten Staatsexamen ist mir dann schon aufgefallen, dass mir teilweise auch so ein bisschen vielleicht die Motivation gefehlt hat, da wirklich nochmal akribisch anzugreifen. Ich habe mir dann auch die Frage gestellt, warum mache ich das Ganze hier eigentlich gerade? Und habe da relativ schnell feststellen dürfen, mir fehlt einfach das Ziel. Also ich wusste einfach nicht, wofür lerne ich, was kommt danach? Viele haben sich vielleicht auch gefreut auf das, was danach kommt, welche Türen sich auch immer öffnen werden. Und von daher habe ich dann tatsächlich die finale Entscheidung gefällt, noch vor dem ersten Staatsexamen, also in der Vorbereitung, habe gesagt, okay, ich ziehe das jetzt hier noch durch. Und dann schaue ich weiter. Also es hätte theoretisch auch sein können, dass ich vielleicht danach gesagt hätte, ich mache noch das Zweite. Aber mir hat es unglaublich viel Kraft gegeben zu sagen, ich weiß, ich mache danach nicht weiter, ich orientiere mich um dann zu schauen, okay, was wird es tatsächlich? Ja, ich glaube, vor so einer Entscheidung stehen echt total viele und alle kennen dieses Gefühl, wenn man so spätestens in der Examensvorbereitung ist, so wofür macht man das überhaupt? Wie hat denn dein Umfeld so auf diesen Entschluss reagiert? Gab es da irgendwie Gegenreaktionen, irgendwie Zureden oder so, dass halt vielleicht doch noch das zweite Examen gemacht wird oder irgendwie erstmal in dem Bereich zu bleiben so und nicht nach dem ersten Staatsexamen zu wechseln? Also unterschiedlich tatsächlich, ne? Wenn jemand zum ersten Mal davon gehört hat, dass ich nicht weitermachen will, kommt natürlich die Frage zurück, aber warum denn jetzt? Jetzt ist doch eigentlich alles schon in der greifbaren Nähe das Ziel. Innerhalb von 1,5 Jahren kannst du noch Volljurist werden.
Ja, die Fragen kamen. Allerdings, wenn man sich dann da erklärt hat und auch gerade diejenigen, die ein bisschen besser kennen, konnten dann schon direkt nachvollziehen, warum man sich dafür entschieden hat. Also ich bin da bis heute auch sehr dankbar, dass dann die meisten doch sehr verständnisvoll waren, weil man ja selbst auch schon sehr am Hadern mit sich selbst ist. Ist das überhaupt gerade alles richtig, was ich hier entscheide? Was passiert danach? Und von daher ja, war das absolut legitim, von denjenigen nachzufragen. Aber es war jetzt nicht so wirklich jemand dabei, der mich dann Pranger gestellt hat und gesagt hat, das ist absolut falsch. Ja, das ist auf jeden Fall gut zu hören, weil man hat ja doch dann immer ein bisschen Angst vor den Reaktionen vom Umfeld. Absolut. Und ja, aber jetzt bist du ja im HR-Bereich und hoffentlich auch sehr zufrieden da. Wir würden uns aber auch gerne dann dafür interessieren, wie du dazu gekommen bist, weil das ja auch nochmal was anderes ist als Jura und was genau jetzt so deine Aufgaben sind. Ja, also es war tatsächlich so, schon in der Zeit, in der Examensvorbereitung, habe ich dann auch überlegt, gut, was kommt denn danach tatsächlich? Man hat nicht die Zeit, weil man muss sich ums Examen kümmern, aber natürlich mal so nebenher hat man schon mal nach links und rechts geschaut und ich hatte da damals auch Bekannte, die zu mir gesagt haben, überleg doch mal, vielleicht wäre ja auch der HR-Bereich für dich was so in Frage kommen könnte. Damals wusste ich natürlich gar nicht, was das bedeutet. Von daher habe ich erstmal das erste Staatsexamen abgeschlossen, war damit erstmal super happy und habe dann angefangen, tatsächlich mich zu bewerben auf Praktikumsstellen. Einfach weil ich für mich gesagt habe, ich muss erstmal selbst herausfinden, was heißt denn überhaupt HR und bin ich das überhaupt? Und bin dann tatsächlich nach München gezogen für ein Praktikum bei BMW. Aufgehangen noch in der Rechtsabteilung. Allerdings hatten wir schon damals so die Verbindung zum Personalwesen, weil es Arbeits- und Sozialrecht war. Und da habe ich festgestellt, gut, also die klassische juristische Arbeit mag ich auch weiterhin nicht, aber diese Verbindung zu HR fand ich doch ganz cool, weshalb ich dann auch anschließend in der Agentur angefangen habe zu arbeiten als klassische Recruiterin. Und das war auch ein super Step, muss ich sagen, weil es war wieder ein Schritt näher, um zu sehen, okay, ist denn HR wirklich was für mich? Anschließend habe ich dann aber auch wieder feststellen dürfen, nach 1,5 Jahren, so, das ist jetzt eine Spezialistenrolle gewesen, das war ein toller Einstieg, aber jetzt möchte ich einfach auch gerne mehr entdecken und bin dann ins HR-Projektmanagement eingestiegen bei der Commerz Systems beziehungsweise bei Microsoft. Bei Microsoft auch noch mehr mit dem Detail auf Gesundheitsmanagement und Benefits. War auch sehr spannend tatsächlich, aber auch da habe ich wieder gemerkt, ich möchte gerne generalistischer tätig sein und deswegen bin ich jetzt super happy tatsächlich seit Januar bei Amazon tätig sein zu dürfen als HR-Business-Partner. Und ja, in der Rolle ist es tatsächlich so, dass man, oder zumindest bei Amazon muss man dazu sagen, ist überall unterschiedlich. Ich betreue mehrere Abteilungen. Die Abteilung betreue ich insofern, dass ich Ansprechpartner bin für Bereichsleiter, für Abteilungsleiter, aber auch gleichzeitig eben auch einzelne Mitarbeiter betreue. Und das macht es sehr abwechslungsreich, das ist sehr spannend. Das ist so der Part Abteilungsbetreuung. Den anderen Part gibt es natürlich auch noch, nämlich Prozesse zu optimieren, zu schauen, wo können wir nochmal mit anfassen, was funktioniert noch nicht allzu gut, wo gibt es Neuerungen, welche Projekte kommen rein, Tools müssen angehört werden beim Betriebsrat, also auch da eine enge Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen und den Betriebsräten finde ich weiterhin sehr, sehr spannend und auch da kann man natürlich sein rechtliches Wissen, oder das heißt kann, man muss sein rechtliches Wissen mit einfließen lassen, weil doch sehr, sehr viel auf dem Arbeitsrecht und dem Sozialrecht basiert. Ja, das klingt auf jeden Fall echt interessant und auch echt nach sehr viel. Also du deckst mit deinem Beruf ja dann ganz schön viele unterschiedliche Aufgabenfelder ab. Ja. Hat es einen Vorteil für dich, dann also quasi eine Generalistin zu sein und was sind da gegebenenfalls auch Nachteile? Also ich glaube, das ist super subjektiv. Ich habe natürlich jetzt meine Rolle so ausgesucht, dass ich als Generalist tätig bin. Es gibt sicherlich diverse andere, die werden sagen, ich bin lieber der Spezialist. Für mich hat es den Vorteil, dass man einen tollen Überblick hat, jetzt in meinem Fall über die klassische Personalarbeit oder auch Themen, die verknüpft sind mit der Personalarbeit und auch eher modernere Themen sind. Natürlich landet das alles auf dem Schreibtisch und ist immer wieder super interessant, wenn man in seinen Kalender reinschaut und bemerkt, eigentlich ist jedes Meeting ein anderes und auch die To-Dos darin sind wieder anders, aber ich muss sagen, ich finde es halt einfach schön, sagen zu können, ich verstehe alles, ich weiß, wie es funktioniert und habe dadurch auch einen abwechslungsreichen Job. Also bei mir ist jede Stunde anders tatsächlich. Nachteil des Ganzen, muss ich sagen, ja, indem man einfach so viele Themen hat, ist man manchmal so ein bisschen am Überlegen, was priorisiere ich eigentlich und wie.
Und das kommt natürlich häufig vor, wenn ich einige Mitarbeitergespräche habe. Die gehen eigentlich relativ schnell, aber die sind trotzdem zeitfressend, wenn es sehr, sehr viele Termine sind und ich gleichzeitig eigentlich ein riesiges Projekt noch auf dem Schreibtisch liegen habe, was auch bearbeitet werden müsste. Also das ist so ein bisschen der Nachteil, aber ich finde, die Vorteile überwiegen absolut. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass man dadurch, dass man halt so viele unterschiedliche Aufgabenfelder hat und dann halt auch immer neue Sachen reinbekommt, einfach total so über sich selber hinauswachsen muss und einfach ganz neue Aufgabenfelder so kennenlernt und dadurch insgesamt auch einfach immer weiter lernt, also dass es so gar nicht aufhört, dass man irgendwie neue Sachen kennenlernt. Das ist auf jeden Fall auch total spannend. Du machst ja jetzt auch so Recruiting-Sachen. Worauf achtest du denn bei der Durchsicht von Bewerbungen oder Ähnlichem? Und wie kann man da vielleicht auch sinnvoll so soziale Medien einsetzen, um auf sich aufmerksam zu machen, vor allen Dingen dann, wenn man halt nicht den klassischen Berufsweg gegangen ist? Also ich würde es gar nicht so arg unterscheiden, ob man in seinem Berufsfeld weiterhin tätig sein möchte oder nicht. Ich bin ein Fan davon, kurz und prägnant tatsächlich das Ganze zu halten. Das heißt, ich werde unglaublich müde beim Lesen, wenn jemand länger als eine Seite oder zwei Seiten sein Anschreiben verfasst hat. Doch lieber einfach nur eine halbe, dreiviertel Seite und das Ganze eben aussagekräftig gestaltet. Das Gleiche gilt aber auch für den Lebenslauf. Also ich finde, zwei Seiten sind absolut ausreichend und auch da wieder würde ich immer auf Keywords setzen, also lieber weniger gesagt, aber dafür das, was da steht, damit kann jeder was anfangen. Und ja, wie eben schon gesagt, also das würde ich nicht unterscheiden. Also darauf lege ich auch weiterhin Wert, wenn ich mich irgendwo hinbewerbe, obwohl es weiterhin in der gleichen Branche oder im gleichen Bereich ist, wie jemand, der vielleicht einen kompletten Neuanfang starten möchte. Thema soziale Medien, muss ich sagen, kommt natürlich ganz auf den Beruf drauf an. Es gibt sicherlich Bereiche, da könnte man jetzt sagen, Instagram ist super hip und probier das doch mal auf dem Metier. Jetzt in meinem Umfeld, muss ich sagen, könnte ich jetzt im ersten Step erstmal nur LinkedIn zum Beispiel empfehlen, weil ich finde, das ist eine sehr breit gefächerte Plattform, auf der man sich gut präsentieren kann, indem man auch da vielleicht nicht nur seinen Titel angibt und die Firma, sondern auch entsprechende Aufgabenfelder. Und es gibt so einen schönen Button auch, den kann man auswählen, wenn man zum Beispiel an Stellen interessiert ist, also offen ist für Stellenangebote. Und da kann natürlich der ein oder andere Recruiter dann auch drauf stoßen und einen ansprechen. Also es erhöht zumindest die Wahrscheinlichkeit. Ja, es ist auf jeden Fall total interessant zu wissen, weil halt heute auch einfach super viele Studenten dabei sind. Hoffe ich, dass ihr alle gut aufgepasst habt und euch die Tipps zu Herzen nehmt. Dann könnt ihr das in Zukunft ja vielleicht bei euren Bewerbungen auch berücksichtigen und anwenden. Danke auf jeden Fall dir und auch danke für die Tipps. Und ich würde jetzt nochmal an Tamara übergeben. Tamara, wir können dich nicht hören. Okay, der Klassiker. Ja, jetzt. Genau, ich mache jetzt weiter mit Johannes. Und zwar bist du ja auch an ein Unternehmen geraten, aber wir fangen natürlich vorne an. Du hast auch erstmal Jura studiert, erstmal das erste Staatsexamen gemacht, sogar mit Prädikat und hast dich dann erstmal gegen das zweite Examen entschieden. Was war denn der Grund dafür? Mir war es so, dass ich immer wusste, ich will nicht so ganz rein juristisch arbeiten. Also wenn es jetzt sozusagen im juristischen Bereich stärker gewesen wäre, wäre es halt so Kartellrecht, Beihilfenrecht gewesen, wo man sehr viele ökonomische und politische Bezüge hat. Da ich das aber wusste, ich will da sozusagen auch eine andere Richtung, hatte ich ein Praktikum damals gemacht in der Strategieberatung und das hat mich auch letztlich dann da reingeführt, weil es war damals 2015, also schon ein paar Tage her und ihr erinnert euch vielleicht, dass damals sozusagen die Flüchtlingskrise eigentlich so richtig losgegangen ist und ich habe halt Strategieberatung im öffentlichen Sektor gemacht. Und wir waren dann eine der Beratungen, die dort mitgeholfen hat, eben diese Flüchtlingskrise zu bewältigen. Und ich bin bis heute überzeugt, dass es eine der Sachen ist, die sozusagen unsere ganze Generation und auch noch nächste Generation prägen werden. Es sind 1 Million Menschen in unser Land gekommen, die wir jetzt so ein bisschen für dich manchmal auch ausblenden an vielen Stellen. Und wir hatten ähnliche Migrationsströme in der Vergangenheit, aber sozusagen bei dieser Herausforderung mitzuhelfen, finde ich, ist ein super Antrieb und solche Herausforderungen kommen halt auch in der Strategieberatung vielleicht einmal im Jahrzehnt. Dadurch, dass jetzt Covid-19 in die Ecke gebogen ist, waren es vielleicht nur 5 Jahre. Nichtsdestotrotz kommt sowas selten vor und man erinnert sich noch sehr lange daran und wenn man da mithelfen kann in jungen Jahren, finde ich, ist das eine sehr gute Sache. Das hört sich echt spannend an, aber wie bist du denn auf das Praktikum gestoßen? Also wie bist du mit Strategieberatung in Kontakt gekommen? Weil jetzt so im normalen Jurastudium hat man ja eigentlich dann eher so Anwaltskanzleien oder so im Kopf, wo man ein Praktikum macht.
Ja, als weiteres habt ihr auch nach dem Studium dann schon das Praktikum. Und einerseits ist es so, dass die Strategieberatungen schon auch aktiv suchen nach Exoten, jetzt nicht alle, aber viele von denen und ich gleichzeitig, also ihr kennt vielleicht eFellows oder ähnliches, man auch darüber eingeladen wird, an bestimmten Workshops teilzunehmen. Und ich war dann bei verschiedenen Beratungen auch mal bei Workshops dabei und fand es eigentlich immer sehr spannend. Und so kam es dann erstmal zum Praktikum, zum Reinschnuppern und offensichtlich hat es mir gefallen, so dass ich geblieben bin. Okay, also du klingst auf jeden Fall begeistert, so als hättest du es bisher nicht bereut. Du hast dich ja aber dann doch irgendwie nochmal entschieden, das zweite Examen zu machen. Also du bist zurückgekehrt quasi zu Jura. Wie ist das denn passiert? Also zwei Dinge dazu. Das eine ist, es war immer klar, also bei mir kam es sozusagen, ich bin ins Praktikum und bin dann direkt als festangestellter Berater geblieben, was nicht so ganz üblich ist. Die meisten gehen nochmal raus, beenden das Studium oder machen irgendwie einen längeren Urlaub. Aber dadurch, dass ich sozusagen unmittelbar schon dabei war im Beratungsteam und halt die Flüchtlingskrise jetzt auch nichts ist, wo man sagt, ich komme irgendwie in einem Jahr wieder, lass uns dann sprechen, sondern man da irgendwie sehr zügig Abhilfe schaffen will, bin ich halt direkt geblieben und allen Beteiligten war aber auch klar, dass ich irgendwann meine juristische Ausbildung vollenden will. Was einerseits damit zusammenhängt, dass ich halt im öffentlichen Sektor aktiv bin, der nun mal sehr durchzogen ist von Juristen und Juristinnen. Und man da auch immer wieder diejenigen hat, die dann sozusagen so ein bisschen beratungsresistent sind, weil sie einen für einen Menschen zweiter Klasse vielleicht erachten. Insofern, manchmal geht es da so ein bisschen darum, sagen zu können, ja, ich bin jetzt auch Volljurist. Und das andere ist, dass es mir natürlich auch ein paar mehr Optionen gibt und auch mein Profil sozusagen sehr einzigartig ist. Also es gibt jetzt nicht viele Volljuristen, die in der Strategieberatung arbeiten. Und gerade wenn man jetzt wie ich im öffentlichen Sektor aktiv ist, das ist schon ein sehr einzigartiges Profil, was mir natürlich Möglichkeiten gibt. Und insofern waren es so mehrere Dinge, die dazu beigetragen haben. Okay, also dann dachtest du, das machst du dann mal eben einfach nochmal mit, oder? Ja, also was hinzukommt, ist, fast alle Strategieberatungen bieten so ein Educational Leave oder ähnliches an, sodass man nach mehreren Jahren der Zugehörigkeit dann halt nochmal rausgehen kann. Man bleibt formal Teil der Firma, aber man bekommt mehrere Jahre, um ein PhD zu machen, MBA, was auch immer. Und in meinem Fall war es dann halt das Referendariat, was natürlich ein ja, sehr angenehmes Setting ist, weil man Teil der Firma bleibt, damit auch bestimmte Vorteile genießt und gleichzeitig das Referendariat machen kann. Und natürlich ist Stress ja auch ein wesentlicher Faktor im Jurastudium im Referendariat. Und wenn man weiß, dass man irgendwie einen bestehenden Arbeitsvertrag hat, der danach wieder auflebt, dann nimmt das eben auch so ein bisschen Stress bei dem Ganzen. Ja, das mit dem Stress kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Du hast ja aber auch in der Zwischenzeit, hast du dich ja eigentlich fortlaufend weitergebildet. Also du hast ja nach dem Examen, hast du ja ein LLM absolviert, du hast internationale Betriebswirtschaftslehre studiert, dann hast du ja neben dem Referendariat schon mit der Promotion begonnen. So viel Pause war da nicht. Welche Bedeutung hat denn Lernen und Weiterbildung für dich? Also für mich war es sozusagen immer interessant, die Sachen zu machen. Beim Jurastudium beispielsweise war es so, dass ich relativ viele Sprachkurse nebenbei gemacht habe, weil immer in dieser juristischen Bubble zu bleiben, lag mir nicht so. Und da rauszugehen und andere Leute kennenzulernen, war mir immer ein Anliegen. Und dabei noch was zu lernen, ist dann irgendwie auch ein netter Nebeneffekt. Und beim LLM beispielsweise war es so, dass ich immer wusste, ich würde gerne mal nach Speyer zum Beispiel gehen. Und klar war, das will ich im Referendariat machen. Und da bin ich dann sozusagen auf die Möglichkeit des LLM gestoßen. Und es hat sich sozusagen im Nachhinein als sehr positiv herausgestellt. Und insofern ging es immer eher so ein bisschen um das Interesse an der Sache und an dem Thema, neue Leute kennenzulernen oder sich auch mit anderen Dingen zu beschäftigen, um da so ein bisschen die eigene ja, Komfortzone zu verlassen und gleichzeitig aber auch einfach ja, was anderes zu erleben und zu sehen. Okay, jetzt promovierst du ja nicht zu irgendeinem Thema, sondern zum Thema Blockchain. Aus Recruit Law-Sicht interessiert uns da natürlich auch besonders, wie bist du auf das Thema Blockchain gekommen? Also es gab tatsächlich sozusagen im beruflichen Bereich Fragestellungen, die sich darauf bezogen. Es gibt ja ein paar Behörden, die sich in Deutschland mit Blockchain beschäftigen. Und damals kam das Thema auf. Und was ich daran sozusagen juristisch spannend finde, ist, dass es, also es geht um die datenschutzrechtliche Perspektive dessen, dass halt bestimmte Datenschutzgrundsätze super erfüllt sind und auf der anderen Seite ist sozusagen super schlecht ist für andere Datenschutzgrundsätze. Und eigentlich dieser Ausgleich dessen, das finde ich sehr spannend, weil natürlich gibt es dann irgendwie mal rechtliche Ebene 17, wo man dann diskutieren kann. Aber ich finde eigentlich sozusagen die Diskussion auf der Ebene 1
was sind die Grundsätze und was sind eigentlich, ja, was ist der Telos, wie es dann immer so schön heißt, den wir eigentlich verfolgen mit bestimmten Ansätzen, finde ich persönlich viel interessanter. Okay, das hört sich ja auch schon mal gut an, dass auch im öffentlichen Sektor das Thema angekommen ist. Man hat ja sonst immer so das Gefühl, die hängen da hinterher, aber da hast du dann vielleicht sogar ein anderes Bild kennengelernt. Also sind das vielleicht auch teilweise Vorurteile, die da bestehen? Ja, das ist, glaube ich, ein differenziertes Bild, was man erzeichnen kann, um es mal diplomatisch zu formulieren. Okay, also nicht ganz falsch, die Vorurteile. Naja, okay, ich fasse das mal kurz zusammen. Es gibt also auf jeden Fall auch die Möglichkeit, erstmal was anderes zu machen und dann früher zurückzukehren. Also die Entscheidung gegen das Referendariat muss keine endgültige sein. Also für alle die, die nach dem ersten Examen vielleicht auch irgendwie sagen, ich habe jetzt erstmal keinen Bock mehr auf Jura, aber ich will es auch noch nicht ganz ausschließen. Da kann man durchaus auch andere Wege einschlagen und dann nochmal zurückkehren. Aber unsere nächste Speakerin ist bisher nicht zurückgekehrt und scheint damit auch ganz zufrieden zu sein. Jennifer, du hast dich ja auch nach dem ersten Examen gegen das zweite Examen entschieden. Was waren deine Gründe dafür? Ja, genau, noch bin ich nicht zurückgekehrt. Es war zwischendurch tatsächlich mein Gedanke, ob ich es doch noch mache. Aber mittlerweile ist es, glaube ich, bin ich da final, dass ich nicht wieder zurückkehre ins juristische Schwimmbecken. Ich glaube, mir war es ein bisschen ähnlich wie Sina. Aber von Anfang an, also ich bin, glaube ich, ins Jurastudium ein bisschen blind gestartet, auch als junge Abiturientin, hatte da, glaube ich, eine etwas verzerrte Vorstellung von, was es tatsächlich ist und was es bedeutet und auch Arbeitsaufwand. Mir hat das Studium an sich gefallen. Ich hatte eine wunderbare Zeit in Münster, hatte tolle Professoren, habe viel mitgenommen aus dem Bereich. Habe dann aber auch teilweise über Praktika gemerkt, der klassische juristische Bereich, da sehe ich mich nicht. Ich habe gesehen, dass teilweise Freunde von mir da engagierter waren, begeisterter davon, was sie machen. Und bei mir war das ein bisschen, wenn es sein muss, dann mache ich es. Aber Spaß habe ich da nicht so richtig dran. War dann aber mittlerweile schon sehr weit fortgeschritten im juristischen Studium und war auch, glaube ich, zu ehrgeizig, um dann während des Studiums zu sagen, ich mache jetzt was ganz anderes und bringe es nicht zu Ende. Da hat mich dann so ein bisschen der Ehrgeiz gepackt und die Entscheidung stand relativ früh, dass ich das erste auch zu Ende brache. Und wie ich dann gelandet bin, wo ich jetzt bin, das war über Umwege und ich würde sagen, es hat sich auch in der Examensvorbereitung entschieden. Also als ich wirklich zu den Prüfungen gegangen bin, wusste ich schon genau, was danach kommt und dass es nicht der klassische juristische Weg war. Das heißt, ich hatte ein bisschen mehr Ruhe in der Vorbereitung. Es war natürlich trotzdem anstrengend und ich möchte es nicht nochmal machen. Aber so einen Nordstern zu haben, auf den man hinarbeitet, das war schon, hat sich gut ergeben für mich. Ja. Okay, ja, ich glaube, das ist sowieso ganz gut, wenn man da im Stress ist, dass man irgendwie so ein bisschen ein Ziel hat, hat Sina ja auch schon am Anfang gesagt. Wenn man da so ganz blind reingeht, dann ist das auch, glaube ich, schwer durchzuhalten. Wie hat denn bei dir das Umfeld reagiert darauf, dass du das zweite Examen nicht machst? Auch ein bisschen geteilt. Ich glaube, so meine juristischen Freunde auch aus dem Studium haben das schon geahnt, dass ich da so ein bisschen abschweifen könnte. Bei meiner Familie war es ein bisschen anders. Die waren auch sehr unterstützend, aber da kam doch so ein bisschen, ja, aber was willst du denn dann machen? Und du hast jetzt so lange, so viele Jahre studiert und mach doch noch eben nebenbei das zweite, weil das ja gar nicht so schlimm ist, du bist ja fast da. Und ich dachte dann aber, ja, das erste hat mir schon so viel Kraft geraubt. Ich mache jetzt nicht einfach mal eben so das zweite. Und wenn ich weiß, dass das nichts für mich ist und das haben die auch verstanden. Und da ich dann eine andere Perspektive hatte, war das auch mit Unterstützung von allen Seiten dann. Ja, das kann ich gut verstehen. Vor allem das zweite Examen hat, glaube ich, auch noch irgendwie 11 Klausuren oder so. Also ist auf jeden Fall nichts, was man mal eben so noch schnell macht, wenn man da keine Lust drauf hat. Ja, dann hast du ja einen MBA gemacht. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Oder vielleicht erklär kurz mal, was ein MBA ist. Genau, MBA ist die Abkürzung für Master of Business Administration. Sagt vielleicht vielen was, ist manchmal so ein bisschen als, vor allen Dingen im juristischen Bereich, so die Alternative zum LLM. Das ist auch so ein bisschen, wie ich da hingekommen bin. Ich habe tatsächlich noch während des Jurastudiums in der Examensvorbereitung ein Praktikum in New York gemacht. Meinem deutschen Anwalt in einer ganz großen Kanzlei. Und über ihn bin ich dann, man hat da so ein bisschen Networking, war da viel im Spiel, vor allen Dingen so in Amerika ist so Networking noch mal größer als hier, glaube ich. Und ich habe dann dadurch die Zulassungszuständige an einer juristischen Fakultät in New York kennengelernt. Wir haben uns dann viel besprochen und dann kam so die Möglichkeit eines LLMs in greifbare Nähe.
mal dann spannend. Da habe ich mich dann erstmal so ein bisschen drauf gestürzt, weil das schon anders war als so der klassische juristische Bereich und trotzdem noch Jura. Das heißt, Eltern wären zufrieden und ja, klar, cool, dann ist man da auch irgendwie noch mal ein bisschen engagierter. Und dann kam aber so ein bisschen das Finanzielle ins Spiel. Meine Eltern und also ich habe dann auch mich nach Stipendien umgesehen und überlegt, wie kann ich das finanzieren? Würde ich da einen Kredit für aufnehmen? Wie viel Hilfe kriege ich von der Familie? Und in dem Zusammenhang war das dann so ein bisschen, ist mir klar geworden, ich gebe das Geld dafür aus, in New York sein zu dürfen und was Cooles zu machen und nicht, weil ich diesen Studiengang weiterführen möchte und diese Zusatzausbildung haben möchte. Und dann tat es mir so ein bisschen in der Seele weh, so eine große finanzielle Belastung auf mich zu nehmen, nur um von dem wegzukommen, was ich gerade mache und weil es die nächstbeste Alternative war. Und dann über Gespräche immer noch mit dieser besagten Zulassungszuständigen kam dann die Möglichkeit von einem MBA auf und dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass das das gut verbindet. Ich verliere meinen Studiumshintergrund nicht vollständig. Viele andere Juristen sind im MBA-Bereich unterwegs und dadurch hat sich das dann auch mit New York ergeben, weil ich da quasi schon eine Anlaufstelle hatte und so darüber reingekommen bin. Okay, also New York hört sich auf jeden Fall super cool an. Da bin ich ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Aber ich habe ja noch ein bisschen vor mir. Vielleicht lande ich auch irgendwann mal da. Also du sagtest, da waren viele mit juristischem Hintergrund. Waren die dann auch aus Deutschland oder ganz verteilt? Also es waren generell sehr viele internationale Leute in einem MBA-Studiengang. In Amerika ist das noch so ein bisschen anders, dass man sich, also man spezialisiert sich innerhalb eines MBAs immer und normalerweise fängt man auch an mit einer Spezialisierung, man kann aber in Amerika relativ leicht wechseln. Das heißt, viele vor allen Dingen im juristischen Bereich sind angefangen, um auf die Consulting-Schiene umzuschieben oder trotzdem noch in der unternehmensrechtlichen Sphäre zu bleiben. Deutsche Juristen habe ich in meinem Studium nicht gesehen, das waren eher Amerikaner und ein paar Franzosen, aber generell würde ich sagen, war das so bunt gemischt, wo Leute herkommen, dass man jetzt nicht sagen konnte, das war ein Großteil Juristen, sondern wirklich komplett bunt gemischt, was ich sehr schön fand. Okay, hast du dich auch informiert über Möglichkeiten in Deutschland so einen Master zu machen oder also weißt du, ob das auch geht? Das ginge schon. Ich glaube, da sind die Zulassungen einfach ein bisschen anders. Ein MBA ist, was bei mir vielleicht auch ein bisschen untypisch war, normalerweise eher gerade in Deutschland nach vielen Jahren Arbeitserfahrung. Ich bin tatsächlich sehr jung gewesen, um ein MBA zu machen. Und in Deutschland gibt es auf jeden Fall die Studiengänge, gibt auch gute Universitäten dafür. Viele wählen aber den Auslandsweg, weil erstens MBA oft in Berufe führt, die viel mit Ausland und Sprachen zu tun haben, aber auch weil es eine Möglichkeit ist, nochmal Lebenslauf auszubauen, Erfahrung zu sammeln. Von daher kenne ich selber nur Leute, die den MBA tatsächlich im Ausland gemacht haben. Okay, ja, ich weiß auch gar nicht, ob das in Deutschland, man hat ja, wenn man jetzt das Examen gemacht hat, keine Credit Points gesammelt. Also ich weiß gar nicht, ob man dann einfach so einen Master machen kann, außer jetzt ein LLM, aber Ausland klingt sowieso spannender. Du bist aber ja dann irgendwie ins Marketing gelangt. Du meintest, dass es eher zufällig passiert. Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich habe tatsächlich ein MBA gestartet mit Strategic Management als Schwerpunkt, einfach weil es, ich glaube, noch den nächsten Bezug hatte zu Jura. Und das war so ein bisschen die Überlegung, gehe ich ins Consulting. Und wie ich schon gerade gesagt habe, das ist relativ offen, dass man seinen Major wechseln kann in Amerika. Das heißt, ich habe ein bisschen rumgeschimpert und erste Kontakte gesammelt und Erfahrungen gesammelt. Und im MBA ist es so, dass man auch so eine Business-Grundausbildung bekommt und da dann halt auch Marketingkurse in den ersten Semestern hat. Und nach diesem sehr langen Studium von Jura habe ich dann irgendwann so gedacht, ja, jetzt möchte ich wirklich machen, was mir gefällt, was mir Spaß macht, wo ich gut drin bin und nicht immer diese Brille aufzuhaben, wie kann ich am erfolgreichsten sein. Und dann habe ich angefangen, Praktika zu machen. Und dann war einfach mein Herzblut irgendwie, das hat genau gepasst, das hat mir Spaß gemacht. Ich habe gute Erfahrungen gesammelt und dann habe ich meinen Schwerpunkt gewechselt, nur noch Praktika gemacht, nebenbei viel gearbeitet und bin dann beim Marketing geblieben. Okay, und jetzt arbeitest du ja als CRM-Managerin in einem nachhaltigen Startup in Berlin. Was machst du da in deinem Beruf? Oder erklär vielleicht erstmal, was ist eine CRM-Managerin? CRM-Managerin steht für Customer Relationship Manager, das umfasst viel und auch wieder nichts, was so, glaube ich, im juristischen Bereich auch manchmal so ist, aber
Ich speziell mache jetzt, habe viel mit Customer Acquisition und Customer Retention innerhalb dieses Startups zu tun, was für Startups nicht ungewöhnlich ist, weil es einfach neu ist und es erstmal um die Kundenakquise geht. Zu meinen so täglichen Aufgabenbereichen würde ich sagen, zählen ja schon viel so KPIs, also Ziele, die die Firma sich setzt, das alles zu monitoren, wie sehen die Zahlen aus. Also es ist schon, es ist jetzt nicht so, was schreiben wir auf unser Werbeplakat morgen, sondern da steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Viel Umgang mit Kunden, man durchdenkt das alles logischer und strategischer, als es von außen scheint, also alles von Customer Journey, wo man ankommt, welche Touchpoints es mit Brands gibt, da gibt es alles Strategien hinter, Techniken, also das hat schon sehr viel auch mit Logik zu tun, was glaube ich dann so, wo mir das juristische Studium sehr geholfen hat. Das heißt, du hast ein paar deiner im Jurastudium erlernten Fähigkeiten, die du jetzt auf jeden Fall noch anwenden kannst, also war das Jurastudium auf jeden Fall nicht umsonst, würde ich mal sagen, oder? Nee, ich würde es auch wieder machen und ich habe jetzt zwar keinen direkten juristischen Bezug, wie, glaube ich, einer von den anderen Speakern, aber es ist schon so, dass Datenschutz immer mal wieder eine Rolle spielt, Privacy Policies, wie gehen wir mit unseren Kundenkontakten um, was dürfen wir, was dürfen wir nicht und viel ändert sich im juristischen Bereich, vor allen Dingen, was jetzt zum Beispiel E-Mail-Marketing angeht, da gibt es ganz viele kleine juristische Feinheiten, wo ich, glaube ich, schon einfach mehr mit umgehen kann oder viele meiner Kollegen haben so ein bisschen Angst, so Leute, die nicht Jura studiert haben und dann trotzdem Business sind, haben da, glaube ich, immer so ein bisschen Respekt vor und juristische Regeln, das ist schwer zu verstehen, wie liest man das? Und auch wenn das jetzt nicht mein tägliches Brot ist, hilft mir das schon, ja. Okay, das hört sich ja gut an. Du arbeitest jetzt ja nicht in einem normalen Unternehmen, sondern in einem Startup. Welche Vorteile hat das denn? Viele. Ich glaube, da muss man so ein bisschen ein Typ für sein, weil Startup, vor allen Dingen, wenn man das jetzt so zu den großen Kooperationen vergleicht, deutlich unstrukturierter ist, alles ist immer mal anders, viele Sachen gehen auch mal daneben, es ist viel Testen. Da muss man, glaube ich, Typ für sein, ob man das wirklich so komplett strukturiert und vielleicht auch ein bisschen Spezialist sein möchte oder eher Generalist. Und da habe ich mich durch Praktika schon für die Startup-Szene entschieden, für die Berlin auch sehr bekannt ist. Und ich sehe einfach den Vorteil darin, dass ich wirklich was bewegen kann im Moment, obwohl das Unternehmen gar nicht mehr so klein ist. Ich glaube, wir sind mittlerweile so 70 Mitarbeiter. Aber meine Rolle ist halt wirklich wichtig und ich sehe, was es macht, die Auswirkungen davon. Ich habe Mitspracherecht. Ich bin noch relativ jung, aber habe da, glaube ich, viel Potenzial zum Wachstum in der speziellen Firma und fühle mich da einfach im Umfeld sehr wohl. Sehr kollegial, immer was Neues, immer aufregend. Tja, du nickst die ganze Zeit, also scheinst du da keinen Quatsch zu erzählen. Also ich fasse dann auch nochmal hier zusammen. Also in einem Startup zu arbeiten, ist, glaube ich, generell eine gute Möglichkeit, irgendwie, wenn man nicht den klassischen Beruf wählen will, vielleicht auch irgendwie in der Rechtsabteilung, wenn man doch noch Bock auf Jura hat. Aber es gibt auch durchaus sinnvolle Weiterbildungsmöglichkeiten, wie man auf dem ersten Examen aufbauen kann, wenn man nicht das Referendariat machen möchte, wenn man irgendwie nochmal Auslandserfahrung sammeln kann. Sammeln möchte, kann man da zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also ist man auch da, stehen einem da alle Wege offen. Dann erstmal vielen Dank an alle Speaker, dass ihr uns hinter eure Kulissen habt blicken lassen und uns ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählt habt. Jetzt haben wir noch ein paar allgemeine Fragen vorbereitet zu dem Thema über den Tellerrand hinausschauen und auch zum Thema Jurastudium. Und da darf ich dann nochmal an Lina abgeben. Ja, von mir auch auf jeden Fall nochmal ein ganz herzliches Dank an alle Speaker, dass ihr euch nochmal dazu geäußert habt, was euch da bewegt hat. Ich würde jetzt mit der Gesprächsrunde einfach starten und uns würde als erstes auch nochmal interessieren, so was euch da ursprünglich zu bewegt hat, Jura zu studieren. Also hattet ihr da irgendwie einen speziellen Beruf vor Augen oder wusstet ihr nicht, was man sonst machen könnte? Also Anna hatte uns da ja eben schon so einen Einblick gegeben. Vielleicht fängt dann Johannes jetzt einfach an und erzählt dazu noch mal ein bisschen was. Ja, gerne. Ich glaube, also vor dem Jurastudium hatte ich mal gehört, dass mehr als 50% der juristischen Absolventen in nicht-juristischen Berufen arbeiten. Insofern ist das, glaube ich, hier, es wirkt immer so, als wenn alle Juristen im klassischen Sinne werden, ist aber nicht der Fall. Und bei mir war es so, ich hatte ein paar Dinge, die ich sozusagen im Auge hatte für einen späteren Berufsalltag oder für eine spätere Karriere. Und
alle haben sozusagen oder alle waren positiv in Sachen Jurastudium. Insofern war es einerseits die Möglichkeit, ja, sich gewisse Optionen offen zu halten oder viele Optionen offen zu halten und gleichzeitig, glaube ich, ein ja, sehr grundlegendes Studium anzugehen. Insofern war es jetzt nicht mit dem klaren Ziel, einen juristischen Beruf zu gehen. Das war sogar eher früh klar bei mir, dass das jetzt eher nicht passieren wird. Aber gleichzeitig ist ein Jurastudium in uns sagen, also würde auch diese Statistik belegen, ein eher Studium Generale, das in vielen Dingen benutzt wird. Und ich glaube, man lernt tatsächlich mehr Methodik, als einem manchmal bewusst ist. Ja, es klingt auf jeden Fall schon sehr gut. Also mit Jura, das wissen ja die, also viele, die jetzt nicht Jura studieren, nicht, dass man halt einfach super viel mit Jura anfangen kann. Die meisten sind ja so, dass man da so total festgefahren ist, irgendwie auf Rechtsanwalt oder Richter. So, dass man da so viele Möglichkeiten hat, das stimmt auf jeden Fall. Und das wäre vielleicht auch nochmal, glaube ich, für viele Schüler oder so wichtig, dass man denen das vor Augen hält, dass man damit echt viel machen kann. Was sagen denn die anderen dazu? Mag da sich noch jemand zu äußern? Tianyu vielleicht? Ich wollte gerade sagen, jetzt darf niemand sagen, ich liebe Jura und konnte mir nichts Besseres vorstellen, als Jura zu machen. Warum habe ich Jura gemacht? Warum habe ich mich dafür entschieden? Ich hatte Bock drauf. Also ich bin zu Jura gekommen, als ich im Kybernetik-Studium auch noch andere Sachen parallel studiert habe. Da war Germanistik dabei, Kommunikationswissenschaften, BWL. Und über BWL bin ich auf eine Jura-Vorlesung gekommen und das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und deshalb habe ich das studiert und ich hatte keinen speziellen Berufswunsch vor Augen. Als ich mit Jura angefangen habe, war ich auch viel stärker auf der öffentlich-rechtlichen Schiene. Also ich fand das total faszinierend, irgendwie Staatsrecht zu machen, eben auch gerade diese ganz grundlegenden Prinzipien des Staatsaufbaus, des Zusammenlebens, großartig, also finde ich nach wie vor großartig, ne? Bin aber dann irgendwie abgedriftet ins Wirtschaftsrecht, bin dann abgedriftet ins Strafrecht, mache jetzt sehr viel mit KI und Recht, also habe alles Mögliche gemacht. Ich mache total gerne Jura, aber das ist, glaube ich, auch so der Punkt, weshalb ich mich dafür entschieden habe, ne? Also ich habe es einfach gern gemacht und ich mache es nach wie vor gern, auch wenn ich jetzt ein Startup habe, was sich nur noch metamäßig mit Jura beschäftigt sozusagen. Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Ja, so Staatsrecht, das mögen ja eigentlich die wenigsten, aber ich finde es auch total toll. Was sagst du denn dazu, Sina? Also bei mir war es tatsächlich auch wieder so ein bisschen das Ausschlussprinzip. Ich habe angefangen zu studieren mit 19 und hatte mir überlegt, was will ich denn machen? Eher was Kreatives, was Klassisches. Also da waren schon auch so Themen dabei wie Architektur, Lehramt, Marketing. Am Ende dachte ich, das ist auf jeden Fall auch eine solide Ausbildung und ich habe auf jeden Fall einen guten Grundstock, mit dem ich arbeiten kann. Zum anderen dachte ich auch so ein bisschen naiv vielleicht, ich kann auch für Recht sorgen und mich für andere einsetzen. Also ich habe das sehr, sehr positiv empfunden. Während des Studiums kam es natürlich dann ein bisschen anders, dass ich dann auch mir gedacht habe, es ist sehr problembehaftet teilweise, das Studium. Aber das habe ich halt zu Anfang gar nicht so wahrgenommen oder wusste ich einfach nicht, was da auf mich zukommt. Also von daher war es jetzt nicht so, dass ich 5 Jahre im Voraus schon wusste, dass ich das machen werde. Ja, ich glaube, das ergeht auch echt den meisten so, dass man da irgendwie nichts Konkretes hat oder auch nochmal hin und her switcht zwischen den Sachen, die man sich vorgestellt hat. Ja, Jennifer, möchtest du dazu auch noch mal was sagen? Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass ich da so ein bisschen reingeschlittert bin, dass das nicht unbedingt eine allzu bewusste Entscheidung war. Aber ich glaube, das war so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das ein klassischer Fall ist, aber ich war gut in der Schule, hatte gute Noten, was ja oft eine Voraussetzung für, oder nicht Voraussetzung, aber oft so ein bisschen den Weg leichter macht ins Jurastudium. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich in jungen Jahren schon eine Generalistin war. Das heißt, ich konnte alles irgendwie relativ gut, aber nicht so richtig gut. Ich hatte Hobbys, aber ich war jetzt nicht unglaublich talentiert, was künstlerische Sachen angeht oder Musik oder hatte eine sprachliche Affinität, sondern es war einfach, alles ging und nichts war so richtig meine Passion und dann bin ich da ins Jurastudium geschlittert, bisschen blind, aber es hat gut funktioniert. Also. Ja, das ist am Ende das Wichtigste, ne? Dass man dann irgendwo angekommen ist, was einem gefällt. Das Jurastudium ist ja auch insgesamt nicht besonders dafür bekannt, super spaßig zu sein. Was hat euch denn an dem Studium besonders gefallen und was vielleicht auch einfach so überhaupt nicht?
Tianyu, du hast ja Lex Superior auch gegründet, was ja auch ein Startup ist, was sich auch so mit der Digitalisierung und der juristischen Ausbildung beschäftigt und vor allen Dingen da auch nochmal so als Hilfsmittel vielleicht für Studenten ist und auch beispielsweise einige Definitionen beinhaltet oder so. Also da könnt ihr alle gerne auch nochmal euch die App angucken oder auch die Seite. Das ist echt super hilfreich. Möchtest du da vielleicht anfangen mal was dazu zu sagen? Vielleicht auch, wie du dann zu diesem zu der Startup-Gründung gekommen bist? Gerne. Was ich am Jurastudium nach wie vor total genial finde, ist, dass man die Chance bekommt, in so vielfältige Lebensbereiche reinzuschauen und wirklich zu lernen, okay, wie werden all diese Lebensbereiche vom Strafrecht, öffentliches Recht, Privatrecht, Polizeirecht, auch von mir aus Kommunalrecht, irgendwie, wie wird das reguliert? Ne? Was sind die Spielregeln des Zusammenlebens? Und ich habe nie verstanden, als wenn Leute sagen, ja, Jura sei ja total trocken, weil es gibt, also, ne, also hinter jeder Rechtsnorm stecken ja wirklich Menschen, ne, die irgendwie möglicherweise Konflikte haben, wo das Recht dann sagt, nee, du darfst das aber nicht, ne, du musst dich so und so verhalten. Also ne, die Spielregeln der Gesellschaft, also das finde ich total faszinierend und total schön, dass man im Studium die Möglichkeit hat, so breit quasi in diese unterschiedlichen Rechtsgebiete und Regelungszusammenhänge zu schauen. Was ich zum Kotzen fand und was mich vielleicht auch dazu gebracht hat, Lex Superior zu gründen, ist, dass man einfach in so vielen Bereichen noch super altmodisch unterwegs ist. Ne? Also ich meine, das ist völlig irre, dass man heute immer noch irgendwie diese Papierklötze mit sich rumträgt, dass man sich irgendwie hinsetzt manchmal, irgendwie abends bei einer Flasche Rotwein und anfängt, irgendwelche Seiten aus so Ordnern zu nehmen und neue Seiten einzuheften. Also sorry, in welcher Welt leben wir denn? Und also das, also dieser quasi dieses Unwohlsein mit diesem Zustand hat mich eben dazu motiviert, mit zwei Freunden Lex Superior zu gründen. Das ist auch nicht als Startup gegründet. Also hätten wir ein bisschen mehr BWL-Ahnung gehabt und hätten wir uns den Business Case angeschaut, hätten wir das gar nicht gemacht. Also das ist auch nach wie vor eigentlich so ein Projekt aus Überzeugung, dass wir sagen, wir wollen so ein bisschen frischen Wind in die juristische Ausbildung bringen. Wir wollen dafür sorgen, dass sich das Jurastudium methodisch modernisiert, aber auch inhaltlich modernisiert. Das ist nämlich der zweite Teil, den ich wirklich total nicht verstehe und schlimm finde, dass man sich im Jurastudium mit so ausgetretenen Pfaden beschäftigt. Ne, jeder, der irgendwie ein Semester Jura studiert hat, hat irgendwelche völlig absurden Meinungsstreitigkeiten auswendig gelernt zu irgendwelchen Weinversteigerungen in irgendwelchen Kellern oder was auch immer. Ne? Also warum macht man das? Ne, also warum wärmt man so alte Streitigkeiten wieder und wieder auf, statt die Chance zu ergreifen, im Jurastudium sich moderne Themen anzuschauen. Alles, was Digitalisierung betrifft, was Blockchain betrifft und so weiter und so fort oder internationale Zusammenhänge. Also diese rückwärtsgerichtet halt in den Methoden und auch in den Inhalten zum Teil. Also das hat mich wahnsinnig immer aufgeregt und also aus dieser Aufregung heraus ist auch Lex Superior entstanden. Aber dann ist die Aufregung ja super umgesetzt worden und vielleicht auch einfach für viele jetzt eine Hilfe, um halt da einfach ein bisschen besser und strukturierter vielleicht auch durchzugehen. Wie sehen die anderen das denn? Möchte da jemand gerne irgendwie von alleine das Wort ergreifen? Ich kann gerne, weil ich so ein bisschen Dissens zu Tanju habe, weil ich finde sozusagen dieses Lernen der Basis tatsächlich wichtig, weil, also keine Ahnung, Datenschutzrecht auf einen neuen Sachverhalt anzuwenden, dafür muss ich halt irgendwie mal Datenschutzrecht verstanden haben. Und wir lernen ja nicht irgendwie so altes Schuldrecht im Jurastudium, sondern wir lernen ja schon in der Regel, hoffe ich zumindest für alle, das geltende Gesetz und wie man das anwendet auf bestimmte Fälle. Und dann sind es halt irgendwie so Fälle von einem dazu mal. Und ich finde es halt ja manchmal eher spannend zu sehen, wie hat sich auch Jura verändert. Ne? Also ich meine, Homosexualität, die Urteile des BVFG von früher, haben ja einen ganz anderen Ton, als den heute haben. Heute treiben sie die Gesetzgeber vor sich her. Und ja, die Urteile von damals will ich gar nicht zitieren. Insofern finde ich, ist das so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, was für mich aber, glaube ich, sehr ausschlaggebend war und insofern Augen auf bei der Uni-Wahl. Die Uni, an der ich war, war sehr auf interdisziplinäre Studiengänge ausgelegt. Also man musste an andere Fakultäten gehen. Das war zwingend. Gleichzeitig war es auch eine Uni, wo beispielsweise Mediation, Digitalisierung und solche Themen schon da waren oder auch Europarecht, als es noch irgendwie für niemanden so richtig eine Rolle gespielt hat, sehr hochgehangen wurde. Und ich glaube, das war für mich sehr prägend, so auf einer inhaltlichen Ebene. Und das andere ist,
glaube ich, machen wir uns nichts vor, es geht denn schon um die Person. Also einerseits habe ich Lust, mit den Leuten zu lernen, weil ich glaube, nichts ist frustrierender als, und ich glaube, da ist gerade Covid-19 auch eine Herausforderung, wie alleine zu sitzen jeden Tag und sich zu motivieren, aufzustehen, zu lernen und dann irgendwie den Tag zu bewältigen und das irgendwie am nächsten Tag wieder zu tun. Und bei mir war es so, dass irgendwie am Anfang ich relativ gut eingestiegen bin und dann gab es gleich so eine Gruppe, mit der man halt regelmäßig in die Bibliothek gegangen ist und gemeinsam gelernt hat. Und ich glaube, sowas bringt einem dann Spaß und Struktur in den Alltag, was tatsächlich, glaube ich, sehr wichtig ist. Und gleichzeitig dann irgendwie ich an einer kleinen Uni war, wo man eigentlich mit jedem Professor und jeder Professorin und den Vimis immer ins Gespräch kam. Und ja, irgendwie auch Freundschaften daraus entstehen und sowas erleichtert einem das natürlich dann extrem. Ja, an der Stelle, Johannes, ich stimme dir total zu, ne? Grundlagenkenntnisse sind wahnsinnig wichtig. Ich weiß schon, was du meinst. Das, was ich halt sage, ist, hey, man kann Grundlagen auch an modernen Sachverhalten lernen. Ja. Ja, das stimmt. Anna, möchtest du vielleicht mal erzählen, wie das bei dir im Studium ist? Ist das da auch ähnlich oder gibt es da irgendwie Vorteile im Wirtschaftsrecht jetzt, die halt quasi das Jurastudium dahingehend übersteigen? Ich glaube, man kann das nicht verallgemeinern. Also natürlich hatten wir Vorlesungen mit sehr jungen Professoren, die natürlich auch sehr innovativ an die Sache rangegangen sind, die versucht haben, neue Methoden anzuwenden, die versucht haben, uns andere Lernweisen, andere Denkweisen und so zu vermitteln, was ich super gut finde. Aber natürlich hatten wir auch diese eingefahrenen Professoren, bei denen man, weiß ich nicht, wie viele Gerichtsurteile auswendig lernen musste, die einmal hingeschrieben hat in der Klausur und fertig war es und danach hat man es wieder vergessen. Was ich, glaube ich, ganz gut an diesen Hochschulen finde, ist, dass man sehr viel in Gruppen arbeitet. Das macht nicht immer Spaß, weil man oft mit Leuten vielleicht zusammengemischt wird, die man sich nicht als Lieblingspartner oder so ausgesucht hätte. Aber vor allem für die Arbeit und das spätere Berufsleben kann ich jetzt rückblickend sagen, dass das einem unheimlich viel geholfen hat. Kann ich den beiden eigentlich auch nur zustimmen. Also ich glaube, es unterscheidet sich schon so ein bisschen das reine Jurastudium zu einem Wirtschaftsrechtsstudium mit Bachelor, Master. Aber grundsätzlich sind die Hierarchien und Strukturen schon auch ähnlich. Kommt immer darauf an, glaube ich, bei wem man gerade in der Vorlesung sitzt und bei wem nicht. Ja, ich kann mir das gut vorstellen, dass man dann auch einfach herausgefordert wird, wenn man dann beispielsweise mit Leuten zusammengewürfelt worden ist, die man sich halt freiwillig nicht ausgesucht hätte. Aber im internen Beruf ist das ja tatsächlich dann echt nicht anders und dann eigentlich eine echt gute Vorbereitung. Jennifer und Dina, ihr habt euch ja dann im Studium eigentlich schon so ein bisschen davon abgewandt. Hatte das auch was dann quasi mit dem Studium zu tun oder war das eher so inhaltlich, dass es einfach nicht so das war, worauf ihr euch hinterher konzentrieren wolltet? Also bei mir war es tatsächlich so, dass schon zum Beispiel das öffentliche Recht jetzt nicht mein Lieblingsfach war. Es gab aber auch sicherlich Fächer, wo ich gesagt habe, das macht mir tatsächlich Spaß. Also ich fand Strafrecht total spannend. Auch Medizinrecht, was ich noch parallel belegt hatte, fand ich super. Aber ich habe mich halt einfach nicht in dem klassischen juristischen Beruf gesehen und deswegen habe ich dann auch für mich gesagt, ich lasse das sein. Bei uns an der Universität war es doch schon sehr anonym, muss ich sagen. Oder zumindest war es für mich so, dass meine Professoren mich nicht wirklich kannten. Aber was doch schön war, war einfach auch bis heute Freundschaften geschlossen zu haben, im Allgemeinen ein tolles Umfeld gehabt zu haben. Aber es war jetzt eben nicht so, dass ich sagen konnte, nur weil mich das Studium als solches interessiert, dass ich deswegen das Ganze noch weiter vollziehen werde, um dann danach nicht zu wissen, was ich machen soll damit. Also der Gedanke war auf jeden Fall schon da. Bei mir war das auch ähnlich, würde ich sagen. Inhaltlich fand ich das Studium eigentlich gut. Also wenn man das jetzt von den teilweise langweiligen Sachen abgesehen hat. Ich finde, ich habe dadurch viel auch fürs Leben, also das hört sich immer so klassisch an, aber ich habe einfach viel fürs Leben dazugelernt, viel mehr Verständnis, so ein bisschen wie unsere Gesellschaft funktioniert, wie Leute ticken. Und ich glaube, bei mir war das so eher die Struktur des Studiums, weil ich einfach am Ende irgendwie geschafft war. Also ich glaube, das können alle nachvollziehen, die mein Examen geschrieben haben, aber ich habe dann so eine Frustrationsgrenze erreicht, wo ich mir dachte, das muss doch irgendwie nicht so sein. Und Jura ist schwer und dauert sicherlich auch lange, das in seiner Vielfältigkeit zu verstehen. Aber gerade dieses, dass die letzten 6 Klausuren
stark über deinen Werdegang entscheiden, fand ich so veraltet und hat mich wirklich teilweise an meine Grenzen gebracht, dass das mit sicherlich ein Grund war, warum ich mich abgewandt habe. Ja, das kann ich auch auf jeden Fall gut verstehen. Wir haben jetzt hier gerade eine erhobene Hand. Wir würden dich gerade einmal dazu bitten, vielleicht die Frage in den Chat zu schreiben, damit wir, weil das sonst vielleicht von der Zeit her ein bisschen zu sehr ausufern würde. Dann würden wir die Fragen einfach am Ende nochmal vielleicht zusammenfassen. Ich hatte jetzt noch die Frage, welche Fähigkeiten man im Studium halt so neben dem ganzen Fachwissen erlernt oder welche Fähigkeiten halt im Jurastudium so besonders zu kurz kommen. Also zum Beispiel Recode Law setzt sich da momentan auch ein. Also die wurden da als Sachverständiger, wurden wir vom Rechtsausschuss des NRW-Landtags angefragt. Und da ging es halt dann auch vor allem darum, so die Digitalisierung der Ausbildung ein bisschen zu fördern, beispielsweise auch einfach Legal Tech unterzubringen und vielleicht auch erstmal so zu vermitteln, was Legal Tech zum Beispiel überhaupt ist, weil viele wissen das halt einfach gar nicht und vertauschen das dann oder verwechseln das dann halt auch oft einfach mit so Recht der Digitalisierung und nicht der Digitalisierung des Rechts quasi und der Anwendung und so. Und da also setzen wir uns jetzt beispielsweise auch gerade einfach noch drauf, also für ein, dass man halt da vielleicht nochmal ein bisschen so breiter sich aufstellen kann. Habt ihr da, also seht ihr das ähnlich, irgendwie, dass man das da digitalisieren müsste, zum Beispiel in Form eines digitalen Staatsexamens oder Open-Book-Klausuren im Examen, so, weil tatsächlich im Berufsalltag kommt es ja eigentlich selten vor, dass man dann so ein Gutachten noch wirklich per Hand schreibt auf Papier und ohne Quellen, sondern da hat man ja auch meistens schon irgendwas zur Verfügung. Also gibt es irgendwie Fähigkeiten, die im Studium besonders erlernt werden oder die halt einfach zu kurz kommen und vielleicht dann noch mehr in das Studium mit eingebracht werden müssten, so für das spätere Berufsleben? Also ich kann gerne mal anfangen. Es waren jetzt sehr, sehr viele Fragen, aber darauf eingehend, was man lernt im Jurastudium, muss ich sagen, man lernt, finde ich, hervorragend mit fremden Sachverhalten umzugehen. Und ich merke das tagtäglich bei uns in der HR, dass wir doch sehr individuelle Fälle tagtäglich haben. Natürlich sind es nicht immer direkt auch juristische Fälle, aber man muss auch immer wieder überlegen, wie gehe ich an den Fall heran. Es gibt natürlich da auch die Basics, die hat man schnell abgehandelt, aber auch einfach die Ruhe zu bewahren bei Dingen, wo man nicht direkt die Antwort weiß. Wo man überlegen muss, wen kontaktiere ich oder muss ich selbst irgendwie nochmal nachschlagen. Also das kann ich so auch für mich sagen. Habe ich fabelhaft in dem Studium gelernt, dass man auch teilweise vielleicht 3 Stunden vorm leeren Blatt Papier sitzen darf und nach 3,5 Stunden fällt einem dann endlich die Idee ein und man kennt die Lösung. Das hilft mir ungemein. Ansonsten muss ich aber auch sagen, gerade was das Juristische angeht, dass man doch auch vielleicht eher mal abwägt und auch vorsichtiger ist in dem, wie man eine Entscheidung fällt. Also das merke ich auch tagtäglich, dass das viele dazu tendieren, schnell mal eine Entscheidung zu fällen, ohne groß nachgedacht zu haben. Da sind die Juristen doch eher immer so mit der angezogenen Handbremse unterwegs. Die sagen, nee, da müssen wir erst noch mal prüfen. Das kann auch manchmal ein bisschen ein bisschen pessimistisch klingen, sage ich, und nicht so wirklich open-minded, aber ich finde, so eine Kombi ist doch ganz nett, um sich da auch abzusichern. Das ist so meine Erfahrung tatsächlich. Also ich mache da gerne einfach weiter, um den anderen noch weiter Bedenkzeit zu geben. Beziehungsweise jetzt erzähle ich viel dasselbe, was du gerade erzählt hast. Also genau, was total gut ist im Jurastudium, dass man diszipliniert wird, relativ strukturiert über Dinge nachzudenken und auch ein bisschen stärker ins Detail geht, analytischer mit Sprache umgeht, analytischer mit Sachverhalten umgeht. Das ist wirklich eine Top-Sache. Der Nachteil ist, man macht das zu viel, was man eigentlich im Jurastudium, was viel stärker, ne? Also was Kernjura ist, ne? Was man viel stärker im Studium bräuchte, ne? Neben Legal Tech natürlich, neben diesen Digitalisierungsfragen ist allein schon die Gestaltungsaufgabe. Ne? Wenn man sich anschaut, ne? Juristen, die später arbeiten, gerade wenn man im Unternehmen ist, das meiste ist halt Vertragsgestaltung oder Gestaltung von irgendwelchen rechtlichen Situationen, wo man sehr kreativ werden muss, wo man manchmal auch innovativ werden muss. Und das lernt man im Studium halt gar nicht. Ne, und das ist seit langem schon skandalös. Ne? Also ne, die Kritik ist ja nicht neu.
Ja, also das ist eine Sache, die fehlt. Und gerade wenn man später jetzt nicht in die Justiz geht, sondern in einen wirtschaftsgeprägten Kontext geht, egal ob Unternehmen oder Kanzlei, da macht es natürlich schon Sinn, ein bisschen mehr zu wissen, als dass mehr Geld besser ist als weniger Geld, sondern dass man da so ein bisschen strukturierter damit mit diesen Fragestellungen umgehen kann. Also auch die ganze Ecke betriebswirtschaftliches Wissen fehlt auch komplett. Also hätte ich mir viel mehr gewünscht im Jurastudium. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Da ist vielleicht auch Anna dann nochmal so die richtige Ansprechpartnerin, so, weil du hast das ja eigentlich so kombiniert studiert, dass man halt da auch einfach genau diese Aspekte mit drin hat. Wie siehst du das denn? Also da kann ich vor allem vom Master dann erzählen. Und zwar war es im Master so, dass wir tatsächlich Module hatten, wo wir beides kombinieren mussten. Also im Bachelor war es auch so, dass es extrem getrennt war. Wir haben auch gelernt, diszipliniert vorzugehen, strukturiert vor allem Deadlines einzuhalten, Fristen. Aber im Master war es dann tatsächlich so, dass wir juristische Sachverhalte bekommen haben, die aber auch enorm relevant eben für das Unternehmen waren und dann überlegen mussten, okay, ist es nur sinnvoll, dem Rechtlichen nachzugehen oder wäre es nicht wirtschaftlicher, vielleicht einen anderen Weg einzuschlagen? Und das hat super viel geholfen. Und man geht auch mittlerweile, glaube ich, ein bisschen anders dann an die Sache ran. Also ja, weil das hat tatsächlich auch im Bachelor so ein bisschen gefehlt, würde ich sagen. Und finde ich auch enorm wichtig, einfach mal so über den Tellerrand hinauszuschauen, was für Optionen gibt es noch, außer das, was im Gesetz eben steht. Genau. Und das hat, glaube ich, der Master Legal Management auf jeden Fall beinhaltet. Ja, das ist auf jeden Fall auch einfach gut, dass es dann viele Leute gibt, die das studieren, um einfach diese Bereiche zu kombinieren und dass einfach da jemand diesen Austausch machen kann. Ich würde jetzt einmal nochmal an Tamara übergeben, die dann auch nochmal ein paar Fragen parat hätte. Genau, also ich habe ja gerade eben schon mal ein paar Sachen gesagt, die jetzt irgendwie Studenten mitgeben könnt, aber habt ihr denn noch mal irgendwie so ein paar konkrete Tipps an Jurastudierende jetzt? Das kann auch zum allgemeinen Studium sein, aber auch bei der Findung des Berufswegs. Was könnt ihr da irgendwie denn den Nachwuchsjuristen oder eben auch nicht Nachwuchsjuristen mitgeben? Ich kann mal anfangen. Ich glaube, mein Nummer-1-Tipp wäre so ein bisschen, dass man die Scheu vor Veränderung verliert. Oder dass man mal was wagt, weil ich hatte, glaube ich, im Studium so ein bisschen das Gefühl, am Anfang zumindest, ich fahre mich in der Ecke und einmal geht der Weg geradeaus und da kann man nie wieder von abkommen sozusagen. Also ich fahre mich in eine Schiene und bleibe da oder ich bin zu alt, um nochmal was Neues zu studieren oder ich müsste doch jetzt wissen, wo der Weg hingeht für mich karrieremäßig und das ist einfach nicht so. Also erstens hat man immer noch Zeit, egal wie alt man ist. Vom juristischen Weg fühlen viele Zweige ab, die genauso spannend und erfolgreich sein können. Und ich glaube, wenn man das nicht gerade in der Examensvorbereitung sagt, dann nimmt das viel Stress im Jurastudium raus. Ich würde kurz weitermachen. Was mir nämlich sehr geholfen hatte, weil ich auch zwischenzeitlich an einem Punkt war, so, oh Mann, ich habe echt schon viel ausprobiert. Ich weiß nicht, wo ich mich langfristig sehe. Und am meisten haben mir tatsächlich meine Praktika, Werkstudententätigkeiten, der Austausch mit anderen geholfen. Einfach ausprobieren. Es ist nicht schlimm, wenn man etwas macht, was einem nicht auf Anhieb Spaß macht. Dafür hat man die Zeit. Man kann auch Praktika für 3 Monate machen. Und ich finde, das hilft unheimlich viel, weil in der Theorie und Praxis sieht es dann meistens doch immer ein bisschen unterschiedlich aus. Und wenn man tatsächlich mal dann tätig wurde im Unternehmen, in der Kanzlei, wie auch immer, dann merkt man, glaube ich, schnell, das macht mir Spaß oder das macht mir keinen Spaß. Und wenn ich wage, dann nicht gewinnt, ich glaube, einfach probieren und dann findet man schon, was zu einem passt und was einem Spaß macht. Da knüpfe ich mal direkt an. Also für mich wären es 2 Dinge, die, glaube ich, wichtig sind. Das eine ist, findet heraus, was euch Spaß macht und lasst dabei außer Acht, was andere darüber denken. Und lasst euch davon nicht leiten, also sei es jetzt Familie, Freunde etc., die sind, glaube ich, immer gute Ratgeber und die dürfen euch auch herausfordern und hinterfragen. Aber am Ende des Tages geht es darum, dass es euch Spaß macht und findet da einfach heraus. Und ich glaube, da gibt es viele Wege. Praktika, Werkstudententätigkeit sind eine. Aber ich meine, wenn ihr jetzt hier heute dabei seid, habt ihr meines Erachtens schon alles richtig gemacht, weil ich glaube, jeder von uns auch irgendwie für Fragen wahrscheinlich im Nachhinein zur Verfügung steht. Oder auch einfach mal Leute, also LinkedIn wurde ja schon angesprochen, plump anschreiben und sagen,
können wir mal telefonieren und kannst mir mal erzählen, was du da tagtäglich tust, wenn ihr irgendwie noch kein Verständnis davon habt, was da inhaltlich hinter ist. In wahrscheinlich 9 von 10 Fällen antwortet jemand nicht, aber einer antwortet halt, damit muss man dann umgehen. Und dann kann man mit der Person halt telefonieren und sich mal austauschen, ohne dass man jetzt vielleicht 3 Monate oder so investiert. Und das, was man dann irgendwie in engeren Kreis nimmt, das kann man dann vielleicht über Praktika etc. tatsächlich mal erleben und sich einen Eindruck verschaffen. Und das Zweite, was mir persönlich immer sehr wichtig war, ist, achtet auf die Personen, mit denen ihr arbeitet. Also natürlich ist das Jurastudium extrem darauf angelegt, in seiner einzelnen Kabuff zu sitzen. Aber die Arbeitswelt funktioniert generell so, dass man mit Menschen zusammenarbeitet. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen. Und mir persönlich, ich habe ja auch viele Beratungsprojekte gesehen, das unschönste Thema mit einem coolen Team macht Spaß. Das schönste Thema mit einem uncoolen Team, was mir zum Glück fast nie passiert ist, macht nicht so viel Spaß. Und achtet darauf einfach. Also das finde ich auch so ein bisschen bizarr. Die juristischen Recruiting-Prozesse sind ja so, zack, Zeugnis haben wir gesehen, kommen mal kurz her, damit wir sehen, dass sie leben. Und das war dann der Recruiting-Prozess, irgendwie so Personal Fit oder so, spielt ja gar keine Rolle. Und es ist aber, glaube ich, auch für euch wichtig herauszufinden, komme ich mit diesem Typ Mensch klar? Und da kommt jeder von uns mit anderen klar. Und das ist dann sowohl irgendwie Chefs und Chefin, die da eine Rolle spielen, aber auch die Kolleginnen und Kollegen, weil darauf kommt es nachher an. Also ich glaube, das wirklich herauszufinden, ist sehr wichtig und das ist ja auch sehr individuell, weil in der gleichen Kanzlei kann es Leute geben, die cool sind und Leute, die nicht cool sind. Das hängt tatsächlich vom einzelnen Team ab. Ich glaube, das ist an der Stelle eine echt coole Sache, dass obwohl wir alle so unterschiedliche Wege auf unterschiedlichen Wegen sind, dass wir uns in der Sache einig sind. Also das kann ich wirklich nochmal unterstreichen, was wir alle gesagt haben. Findet mutig heraus, was euch Spaß macht. Macht einfach immer das, was euch Bock macht. Das ist brutal wichtig. Also ganz im Ernst, also man arbeitet noch so lange im Leben. Und das wäre viel zu schade, quasi zu sagen, hey, ich habe es nicht mal ausprobiert und mal versucht, wirklich das zu verfolgen, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, hey, damit verbindet mich irgendwie so eine Art Leidenschaft. Ne? Das mache ich total gerne. Und aber eben auch der zweite Punkt von Johannes, ne? Es ist, also man muss auch wirklich, also man arbeitet immer im Team. Ne? Es sei denn, man wird Richter, okay, dann arbeitet man vielleicht nicht mehr so krass im Team. Aber ich würde sagen, 90% aller Berufe, ne? Und das ist vielleicht auch eine Sache, die im Jurastudium zu kurz kommt, ne? Das ist alles Teamwork. Ne, man schafft nur großartige Sachen, wenn man zusammenarbeitet. Und da ist es natürlich genial, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die man auch total mag, die man auch schätzt und die einen auch inspirieren und motivieren. Insoweit wiederhole ich nur noch mal alles, aber das soll einfach unterstreichen, dass das wirklich wichtig ist. Ne? Und genau, und das ist doch gut, dass mehrere Leute das sagen und nicht nur eine Person. Ja, aus dem Publikum kam jetzt noch die Frage, wie komme ich denn an solche Praktika ran, die jetzt irgendwie nicht anwaltlich sind? Oder wie finde ich denn, also wie komme ich denn überhaupt in Kontakt irgendwie mit anderen Bereichen? Du bist doch auf einer Veranstaltung, wo so Leute sind, die du fragen kannst. Das stimmt, das ist auf jeden Fall schon mal... Sorry. Johannes, du hast ja auch gerade eben irgendwie schon dazu gesagt, einfach mal Leute ansprechen. Sina, vielleicht hast du da noch irgendwie aus HR-Sicht irgendeinen Tipp. Ja, also tatsächlich, die klassischen Jobbörsen kann man natürlich auch verwenden, also sowas wie Stepstone zum Beispiel, aber auch LinkedIn, die haben auch einige Stellen und einfach so ein bisschen rumsuchen. Man kann auch natürlich direkt auf die Unternehmen zugehen, die einem zusagen. Die haben auch ihre eigenen Jobbörsen auf ihren Seiten oder auch eine Initiativbewerbung kann man genauso losschicken. Natürlich ist auch da die Wahrscheinlichkeit nicht immer bei 99%, dass einem geantwortet wird, aber auch da macht es die Masse. Also ich würde mich da einfach trauen, auch mal eine Bewerbung loszuschicken, die vielleicht einem zu 100% nicht direkt zusagt, weil man weiß auch teilweise gar nicht, was sich dahinter verbirgt. Und Gleiches gilt eben auch, wenn man dann im Vorstellungsgespräch ist, kann es auch teilweise sein, dass man dann nochmal eine ganz andere Stelle angeboten bekommt. Also das passiert sowohl in der Festanstellung als auch für Praktikanten. Also quasi einfach mal die Fühler ausstrecken und schauen, was es alles so gibt und ja, sich bauen aber, zu werden. Genau, also wie gesagt, einfach die Jobbörsen auch mit verwenden. Ja. Wenn ich noch ergänzen darf, das hört Sina vielleicht nicht gern, aber jetzt ein bisschen vom HR-Soll-Prozess abweicht. Aber ich glaube, geht tatsächlich auf die Leute zu. Also versucht dann Kontakt herzustellen.
ruft die auch wirklich einfach mal an, weil die wenigsten Leute legen jetzt sofort den Hörer auf, wenn jemand irgendwie eine Frage hat. Natürlich muss man vielleicht irgendwie nochmal ein bisschen vorführen, ob die Person gerade Zeit hat. Aber ihr habt ja einen ganz anderen Buy-in, wenn ihr mit jemandem gesprochen habt, darauf Bezug nehmen könnt, wenn der vielleicht irgendwie auch eure Bewerbung unterstützt und weiterleitet. Aber vor allem habt ihr erstmal ein erstes Gefühl, möchte ich mit der Person nochmal sprechen und kann ich mir vorstellen, diesen Job zu machen. Insofern ist das so eine gewisse Hürde, die man hat, und das funktioniert sicherlich nicht, wenn man hunderte von Unternehmen anschreibt. Aber wenn man da irgendwie so einen engeren Kreis hat und irgendwie ja, gewisse Prioritäten setzt, dann würde ich da immer zu ja, aufrufen, das zu machen, weil es euch und auch der Gegenseite meistens doch hilft. Und vielleicht auch noch generell dazu einfach, das hatte ich vorhin schon gesagt, aber Networking ist, kommt im Jurastudium, finde ich, zu viel. Ist so wichtig, dass man mit Leuten in Kontakt bleibt, die man irgendwo im Praktika kennenlernt. Gutes Verhältnis zu den Chefs. Der kennt dann jemanden, der kennt jemanden, wo man reinrutscht. Und es ergeben sich so viele Möglichkeiten, die vielleicht nicht über den normalen Weg kommen werden. Und selbst wenn da nichts draus wird, ist es immer gut, Leute zu haben, auf die man zurückfallen kann, ein buntes Netzwerk auch zu haben an verschiedenen Leuten, die jetzt nicht unbedingt die letzten 3 Semester neben einem gesessen haben. Das ist schon viel wert. Okay, Johannes, du meintest eben, in einer von 10 Anfragen bekommt man da vielleicht eine Antwort. Also ich habe jetzt bisher 3 Leute angeschrieben und ich habe 3-mal eine Antwort bekommen und auch echt spannende Gespräche geführt. Also traut euch wirklich, da Leute kennenzulernen. Also es war auch jedes Mal super spannend. Ich finde auch, also ich habe ja mich selbst aus persönlichen Anlass mit diesem Thema beschäftigt und ich finde, so man liest sich immer irgendwelche Stellenbeschreibungen durch, aber es ist doch immer noch was anderes, dann mit Leuten zu sprechen. Also da kann man, glaube ich, echt gute Erfahrungen sammeln. Jetzt ist noch eine Frage zum Referendariat gekommen, also dann natürlich an die Leute, die das Referendariat gemacht haben. Ist da, wie sagt ihr das, also wie seht ihr das? Ist da ein Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Examen? Ist das vom Aufbau irgendwie ganz anders? Wenn man jetzt mit dem ersten Examen sich schwer getan hat, ist das Referendariat dann vielleicht doch nochmal irgendwie cooler, weil es irgendwie praxisnah ist? So, jetzt haben gar nicht so viele Leute Ref gemacht, ne? Also Johannes, du und ich, ne? Oder? Okay. Also das ist jetzt, ich glaube, das ist eine Nischenmeinung. Ich fand das Ref deutlich entspannter als das erste Staatsexamen. Also das zweite Staatsexamen fand ich deutlich entspannter als das erste. Der wesentliche Faktor ist, beim zweiten Staatsexamen musste man viel weniger auswendig lernen, sondern hatte ja die Kommentare. Also das Einzige, was man in Anführungszeichen machen musste, ist irgendwie schnell mit den Kommentaren umzugehen. Das war für mich viel entspannter, weil ich habe immer total ungern auswendig gelernt, sondern war irgendwie besser darin, irgendwie zu denken, als irgendwie so Zeug in mich reinzufressen. Und deshalb war das Ref total viel entspannter. Ich fand das Ref gut, aber wie gesagt, das ist vielleicht irgendwie so eine Sondermeinung, ne? Also die allermeisten Menschen, die ich kenne, die fanden das Ref schrecklich. Ich bin aber auch derjenige im Ref gewesen, der wahrscheinlich bei den meisten Ausbildungsveranstaltungen gefehlt hat, weil ich einfach nicht eingesehen habe, irgendwo zu erscheinen, wo ich meine Zeit verschwende oder wo ich gesagt habe, das bringt mir nichts und das bringt auch den anderen nichts, wenn ich schlecht gelaunt drin sitze und nur irgendwie beschissene Antworten gebe. Sprich, ich hatte relativ viel Freizeit im Ref, deshalb war das Ref ziemlich gut. Ich ergänze das mal. Aus meiner Sicht ist es wesentlich praxisbezogener als das erste. Also sowohl die Rechtsfragen, die man bearbeitet, sind halt meistens tatsächlich eher lebensnah. Der Abschleppfall ist leider weiterhin dabei, aber der ist ja tatsächlich auch sehr lebensnah und macht wahrscheinlich wie 10% der deutschen Gerichtsprozesse gefühlt aus. Insofern aber auch so Mietrecht, all diese Dinge, die uns oder auch unsere Freunde und Bekannten betreffen, merkt man schon, prägen dann inhaltlich das zweite. Ich glaube, man sollte es nicht machen mit der Motivation, das sozusagen eher als Praktikumsbörse zu verwenden, weil die meisten, die ich dort gesehen habe, also hatten die Hoffnung, dass sie nach dem zweiten mehr wissen, welcher Beruf ihnen liegt oder zusagt. Hat bei den wenigsten funktioniert, dass diese Hoffnung wirklich erfüllt wurde. Also es gab positive Fälle, es gab auch umgekehrte Fälle. Also manche, die vorher gesagt haben, ich werde Richter, und manche dann gesagt haben, nee, jetzt auf jeden Fall nicht, nachdem ich es gemacht habe. Aber auch umgekehrt, aber diese grundlegende Haltung, ich sehe, Tanju hat auch genickt, also sozusagen das Referendariat zu benutzen, um herauszufinden, was man jetzt wirklich will, da gibt es, glaube ich, Wege, die schneller zum Ziel führen. Und tatsächlich ist, glaube ich, inhaltlich, was du angesprochen hast, dadurch, dass man Kommentare verwenden kann, wesentlich besser. Was mich persönlich ein bisschen Wahnsinn getrieben hat,
es gibt dann halt so diese informellen Formalia, wie halt ein Urteil zu schreiben ist. Und die Verwaltungsgerichtsbarkeit schreibt halt Urteil im Namen des Volkes und die anderen schreiben im Namen des Volkes Urteil. Und solche Dinge muss man halt tatsächlich wissen, die stehen auch in keinem Kommentar. Und das sind so die Sachen, die mich dann so ein bisschen in Wahnsinn getrieben haben an mancher Stelle. Aber damit kommt man dann auch klar. Und ja, das ist irgendwie in jedem Bereich, dass es so informelle Regeln gibt, an die man sich so ein bisschen halten muss. Kurzum, ich glaube, man sollte sehr genau für sich überlegen, ob jetzt dieses Invest von 2 Jahren richtig ist, ähnlich wie es ja Jenny vorhin noch angesprochen hat. 2 Jahre sind immerhin 2 Jahre. Okay, ja, gut, dass du das sagst. Ich hätte jetzt auch gedacht, das Referendariat kann man nochmal gut nutzen, um sich verschiedene Bereiche anzuschauen. Das habe ich auch schon oft von verschiedenen Leuten gehört, aber ja, ich glaube auch, man sollte sich da vielleicht vorher irgendwie mit auseinandersetzen, was man irgendwie will. Vielleicht als Abschluss. Um es sozusagen ein bisschen einzuschränken, ne? Wenn das die einzige Motivation ist, dann würde ich einen anderen Weg gehen. Wenn man sagt, ja, vielleicht mache ich doch weiter, dann ist ja schon eine andere Motivation dabei. Aber sozusagen 2 Jahre lang, um 5 Berufsbilder auszuprobieren, da kommt man auch anders zum Ziel. Weil meistens ziehen ja die wenigstens alle 5 in Betracht. Ja. Das stimmt. Man kann auch immer noch später zurückgehen. Also ich hatte ja auch mir das die Möglichkeit offen gelassen, nach dem MBA, man weiß ja nie, zurückzugehen. Das ist ja nicht ausgeschlossen. Genau, wie man am Beispiel von Johannes auch sieht. Vielleicht als Abschlussfrage, weil die Zeit schon relativ weit fortgeschritten ist. Bereut ihr denn eure Entscheidung oder sagt ihr, das war bisher genau das Richtige? Dann mache ich mal kurz weiter. Nee, auf gar keinen Fall bereue ich meine Entscheidung. Die habe ich aber auch nie bereut tatsächlich. Also momentan ist es so, dass ich auf einer Position tätig sein darf, die ich so die letzten Jahre auch gerne haben wollte. Aber auch in den Situationen, in denen ich vielleicht auch diverse Absagen erhalten habe für eine Rolle, die ich unbedingt wollte. Oder auch manchmal dann auch kurz hinterfragt habe, okay, ist es jetzt wirklich der HR-Bereich? Auch in diesen Momenten wusste ich, zum Glück, dass es auf jeden Fall nicht Jura sein wird. Aber es gibt natürlich auch Fälle, wo es anders ist. Ja. Würdest du, also wenn ich da mal eine Rückfrage noch stellen kann, weil das wurde auch vom Publikum gefragt, würdest du im Nachhinein denn nochmal Jura trotzdem studieren oder würdest du dann direkt irgendwie was anderes machen? Also das ist eine gute Frage tatsächlich. Es war sicherlich so gerade am Anfang, als es noch ein bisschen holpriger war, einen Job zu finden oder halt auch wirklich den Job, den man sich letztlich dann gewünscht hat, zu erhalten, hätte ich schon immer wieder gesagt, ach, hätte ich doch vielleicht lieber BWL studiert und mich direkt dann aufs Personalwesen fokussiert. Jetzt allerdings mit 5, 6 Jahren Berufserfahrung muss ich sagen, bin ich total happy, sagen zu dürfen, ich habe Jura studiert, ich habe das Handwerk erlernt. Und merke das eben auch immer wieder, gerade so das Thema Diversity innerhalb eines Teams, dass jeder aus einer anderen Ecke auch gerne kommen darf. Also gerade bei uns im Team merke ich das auch. Es gibt natürlich die den klassischen Weg gewählt haben und den BWL-Hintergrund vielleicht mitbringen. Wir haben aber auch Psychologen bei uns mit im Team sitzen oder jetzt auch einen Jurist oder mehrere Juristen. Und gerade das, finde ich, macht es eben auch spannend, dass jeder so ein bisschen anders denkt, seine Stärken auch mit einbringen darf, aber auch genauso einfach sagen darf, hey, davon habe ich jetzt gerade gar keine Ahnung und zum Glück bist du bei mir im Team und kannst uns weiterhelfen. Ja, das stimmt, das klingt auf jeden Fall echt gut. Also das ist doch der direkte Weg ins Unglück, wenn man sich die ganze Zeit fragt, oh, was wäre gewesen, wenn ich mich anders entschieden hätte und einen anderen Weg eingeschlagen hätte und so weiter und so fort. Also ich glaube, geht nicht diesen Weg. Also ich bereue es auch nicht, ich finde es cool und bin gespannt, was kommt. Also ich kann mich dem nur anschließen. Ich bin auch sehr zufrieden mit meiner Studiengangswahl. Ich glaube, man kann super viel machen, egal ob man weitermacht oder nicht. Die Welt steht einem offen, wenn man einfach Interesse und Motivation zeigt. Also ich schließe mich dem mal an und ich glaube, vielleicht wenn man jetzt nochmal uns 5 vergleicht, gibt es so 3 Faktoren, die wir alle gemeinsam haben. Das Jurastudium mehr oder minder befördert. Das eine ist, dass wir alle wesentlich gestalterische Berufe haben, als vielleicht ein juristischer Beruf hat. Bei uns spielt Kreativität und Gestaltung allen eine große Rolle. Interdisziplinäre Teams haben wir eigentlich alle, in denen wir arbeiten. Und wir arbeiten viel mehr in Teams, als es ein Jurastudium tut. Und ich glaube, man muss für sich selbst überlegen, bin ich der Typ dafür? Und wenn ich sozusagen derjenige bin, der am liebsten im Kabuff in Ruhe gelassen werden möchte mit meinen Gesetzen, ist das vielleicht jetzt in unsere Wege vielleicht nicht die richtigen.
Aber also für mich hat das Jurastudium sehr viel Gutes bewirkt und das ist die Ausbildung, die man genießt und auch die Leute, mit denen man ja die Zeit verbringt und die einfach danach immer zur Verfügung stehen. Insofern bereue ich die Entscheidung null und wollten wir mal auch anbieten, falls ihr irgendwie Fragen habt, es gilt glaube ich für alle, dann kommt gerne auf uns zu. Ich schätze, wir alle sind auf LinkedIn oder ähnlichem und ich werde nicht versprechen, dass ich sofort antworte, aber ich antworte. Ich sage dann auch leider, aber ich habe da eigentlich nicht viel zu hinzuzufügen. Ich bin froh, dass ich Jura studiert habe, aber ich bin auch sehr froh, gelandet zu sein, wo ich jetzt bin. Und vielleicht noch so ein bisschen, dass man nicht, also ich hatte Angst, dass ich bereuen würde, oder nicht bereuen würde, aber dass ich mich schlecht fühlen würde, dass ich etwas abgebrochen habe und etwas nicht zu Ende gemacht habe oder was falsch oder Zeit verschwendet habe. Und das ist einfach überhaupt nicht so. Also selbst wenn man komplett von Jura weggeht, so wie ich mehr oder weniger, das war keine Zeitverschwendung, das war alles richtig so und ich bin froh über die Sachen, die ich lernen konnte. Das ist doch ein schönes Fazit für den Schluss. Also das war jetzt, wir haben jetzt viele Einblicke bekommen, was man machen kann. Das war jetzt auch noch lang nicht alles. Also viele Juristinnen landen ja irgendwie auch in der Politik oder werden Autoren oder sowas. Also ich glaube, da ist kein Ende in Sicht mit den Möglichkeiten. Die Arbeitswelt hält, glaube ich, für jeden von uns irgendwie was bereit. Und wenn man sich schon mal für Jura entschieden hat, dann hat man eigentlich auch eine gute Basis, weil ich meine, eigentlich soll es ja auch so sein, dass man irgendwie mit allen möglichen neuen Sachverhalten zurechtkommt und das muss ja nicht nur in der Theorie sein, sondern bestmöglich auch irgendwie in der Praxis. Also das Wichtigste, würde ich jetzt nochmal zusammenfassen, ist sich einfach mal trauen, sich ausprobieren und irgendwie das machen, was einem irgendwie Spaß macht und wo man sich wohlfühlt. Also ich meine, alle, die hier teilnehmen, scheinen sich ja auf jeden Fall schon mal zu fragen, was will ich machen? Da ist man, glaube ich, schon mal auf dem richtigen Weg und dann ja, einfach machen, ist, glaube ich, ein Satz, der klingt ganz einfach, aber wird, glaube ich, einfach selten berücksichtigt. Und was jetzt vielleicht auch nochmal klar geworden ist, Zweifel am Jurastudium sind normal. Ich glaube, jeder hat irgendwie, zumindest in der Examensvorbereitung, mal so einen Moment, wo man irgendwie einen kleinen Nervenzusammenbruch hat und denkt so, scheiße, sowas sollte ich jetzt vielleicht nicht versuchen sagen, aber ja, ich habe irgendwie 4 Jahre umsonst studiert oder so. So ist es scheinbar nicht. Also macht weiter und lasst euch nicht entmutigen. Ja, dann würde ich das jetzt an der Stelle, glaube ich, auch dann so stehen lassen und würde mich auch einmal ganz, ganz herzlich bei allen bedanken. Vielen Dank für die Teilnahme und für die ganzen Tipps und den Einblick in eure Berufsleben und auch in eure Lebensläufe. Das war wirklich total toll, einfach so wirklich verschiedene Bereiche mal kennenzulernen und auch einfach aufzuzeigen, dass es halt auch einfach was anderes sein kann als dieser klassische Weg und dass man auch auf einem anderen Berufsweg einfach Erfolg haben kann. Und dann würden wir uns auch einmal nochmal beim REACH bedanken für die Möglichkeit, diese Reihe zu eröffnen und auch für die Zusammenarbeit bezüglich anderer Events von REACH könnt ihr euch gerne auch nochmal bei der Webseite erkundigen und da schauen, was es da noch alles gibt. Dann auf jeden Fall auch ein riesengroßes Dankeschön an unser Marketing. Wir hatten ja heute echt eine große Teilnehmeranzahl. Es scheint also wirklich erfolgreich gewesen zu sein. Und dann auf jeden Fall auch nochmal einen herzlichen Dank an das Team. Also Tamara und ich waren das ja nicht alleine, wie sie am Anfang auch schon gesagt hat. Also danke nochmal an Kai Beußen, Rebecca Stumm und Joscha Wienbach für die Zusammenarbeit und für die Organisation und Planung. Und auch an alle Teilnehmer, vielen, vielen Dank, dass ihr euch eingewählt habt und dass ihr Interesse daran gehabt habt. Wenn ihr Interesse an Recode Law insgesamt habt oder hier also bei Recode Law auch mitzumachen, momentan ist keine Bewerbungsphase, aber wir werden wahrscheinlich nächstes Semester nochmal eine neue Bewerbungsphase starten. Da könnt ihr euch auch einfach nochmal wie bei den Newsletter oder andere sozialen Medien auf dem Laufenden halten. Und da werden auch dann immer wieder weitere Events, die in Planung sind, veröffentlicht und da könnt ihr halt auch bei LinkedIn und Instagram nochmal schauen. Und generell, wenn ihr irgendwie Fragen oder Feedback habt, könnt ihr uns auch gerne per Mail schreiben an hi@recode.law oder Tamara und mir direkt bei LinkedIn. Also das ist gar kein Problem. Und auch, was Johannes ja schon meinte, ihr könnt bestimmt auch auf alle anderen nochmal zugehen und auch bei uns im Verein auf alle anderen, wenn irgendwie irgendwelche Fragen sind oder irgendwie, ja,
Anregungen da sind, könnt ihr euch auf jeden Fall echt sehr gerne bei uns melden. Es war auf jeden Fall für uns ein echt tolles Event, total interessant, diese Einblicke zu haben, und wir würden das dann an der Stelle beenden. Vielen, vielen Dank.